dafür sie schwangen ab bestem Zieh. Halleluja, Tom! Sie waren voll alle mit Schnaps und Gin. Halleluja, Tom! Unermesslich weit dehnte sich das unberührte Land. Das Gestein war aus der gärenden Finsternis der Erde ausgestoßen und von der Natur geformt worden. Eine Hochebene mit roten Sandsteinfelsen. Der wilde Westen. Wild ist gar kein Ausdruck. Ich würde sagen halbstark. Eine Prärie, die sich endlos dahin zog. Das Land der Pioniere. Mhm. Und der Geschäftemacher, würde ich sagen. Wie viele Träume lagen in diesem Land der Verheißung begraben? Träume, die die grausame Natur oder der Pfeil eines Indianers zunichte gemacht hatte. Oder die Ehefrau, sowas soll es ja auch in Amerika geben. Jede Seite der Weltgeschichte hat ihren Anfang. Der unsere führt uns in das Jahr 1867. Kinder, das waren noch Zeiten. Eine Armee, die im Bürgerkrieg gekämpft und sich in den Feldzügen gegen die Indianer bewährt hatte, war jetzt im einförmigen Patrouillendienst eingesetzt. Mit ihren Gedanken waren die Männer zu Hause. Na, ich weiß nicht. Immer noch lieber unterm Korporal als unterm Pantoffel. Die Indianer hatten sich in ihre Reservate zurückgezogen, nachdem ihnen die Weißen zugesichert hatten, dass sie nur ihr Bestes im Sinn hätten. Ja, denkste. Das Beste wollten sie ihnen vorenthalten, den Whisky. Dafür wurden den Indianern Dokumente ausgehändigt, die ihnen bescheinigten, dass sie gute Bürger seien, die unter dem Schutz des Staates stünden. Und deswegen nichts trinken dürften. Es wurden Geschenke verteilt. Glasperlen, Kleidungsstücke, Munition, überzählige Gewehre für Jagdzwecke. Naja, irgendwie musste man die Jungs ja beschäftigen, nicht? Waffen waren etwas ganz besonders Reizvolles für die Indianer. Für wen nicht? Leider. In diesem Jahr färbten sich die Blätter früh. Na, herrlich. Ist genau das Richtige für einen Farbfilm. Alle Anzeichen sprachen für einen langen, kalten Winter. In höheren Lagen hielt sich der Nachtfrost schon jetzt bis zum Mittag. Die Büffel fraßen gierig. Wie auf einer Party. Die Biber sammelten besonders eifrig Wintervorräte. Aktion Eichhörnchen. Und die Pferde und Hunde bekamen ein so dickes Fell wie Politiker. Nie zuvor. Auch in der aufblühenden Bergwerkstadt Denver konnte man die ersten Anzeichen dafür spüren. Die meisten Geschichtsschreiber sind sich darüber einig, dass die Ereignisse, die zur Schlacht an den Whiskybergen und zu der nachfolgenden Katastrophe im Treibsand führten, in dieser Versammlung der Bergleute ihren Ursprung hatten. Immer diese Fußgänger. Solche Versammlungen wurden zwar öfter abgehalten, aber diese war von düsteren Vorahnungen überschattet.
Es geht doch nicht etwa um Lohnerhöhung? Jetzt bin ich aber gespannt. Ruhe! Ruhe! Ich habe euch eine wichtige Mitteilung zu machen. In 10 Tagen wird die Stadt Denver knochentrocken sein. So was gibt es doch! Es wird nirgendwo auch nur einen Tropfen Whisky geben. Was sagst du? Ich habe nichts verstanden. Ich habe gesagt, die Stadt Denver wird in 10 Tagen knochentrocken sein. Habt ihr mich verstanden? In 10 Tagen ist der Bart ab. Dann sitzen wir auf dem Trockenen. Moment mal. Moment mal. Ich dachte, Bert Kieler würde mir Whisky liefern, aber der ist leider plötzlich krank geworden. Er dachte, Joseph Wolf würde mir 60 Fass bringen, aber Wolf ist mit dem Fuß in eine Bärenfalle gestolpert und hat vorher nicht gesagt, dass er die Lieferung übernehmen muss, also... Also sind 3 Lieferungen ausgefallen und kein Mensch ist dafür eingesprungen. In den anderen Kneipen ist es genauso. Das ist alles, was ich noch habe. Seht euch das an. Die paar Flaschen und dabei ist oben am Gammerspass schon Schnee gefallen. Wenn wir jetzt einen langen, harten Winter kriegen, dann kommt bis zum nächsten Frühjahr keine Wagenladung Whisky mehr. Und vielleicht kommt das Frühjahr spät. Ruhe, wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen einen Plan. Hey, fragen wir Orakel Jones. Guten Abend, die Herrschaften. Orakel, wie wird der nächste Winter? Die Büffel fressen ganz besonders gierig. Die Biber sammeln Vorräte wie die Verrückten. Die Hunde und Pferde kriegen ein dickes Fell, so dick wie nie zuvor. Was noch? Hast du vielleicht sonst noch was gesehen? Ja, ich habe wieder ein Gesicht gehabt. Vor ungefähr 2 Tagen. Was denn? Was war's? Was hast du gesehen? Oh, besten Dank. Ich wollte mich gerade rasieren und da kam es plötzlicher über mich als sonst. Ich sah auf und da war es. Was denn? Schnee. Dichter, weißer Schnee. Ja, wir werden einen langen, harten Winter bekommen. Und wenn wir einen langen, harten Winter bekommen, dann wird es bitter für uns. Dann kommen keine Wagen durch, keine Lebensmittel. Und kein Whisky. Weißt du das genau? Ja. Es ist vor 2 Tagen über mich gekommen. Wir müssen einen Plan machen. Ja, ein Plan. Was für ein Plan? Lasst mich nachdenken. Oh, danke. Das ist es, jetzt sehe ich's. Ich sehe uns alle zusammenkommen. Ich sehe uns alle Whisky-Bestellungen zu einem großen Transport zusammenlegen, der für den ganzen Winter reicht. Ich sehe uns ein günstiges Abkommen treffen mit einer guten Firma. Danke. Zum Beispiel mit Frank Warnicam. Der soll uns den Schnaps für unsere Kneipen herschaffen, noch ehe der erste Schnee fällt. Ich sehe einen Wagentrick, einen großen Wagentrick, vollgeladen mit Whisky, der von Julesburg zu uns runterkommt. Ich sehe 20, 30, 40 Wagen voller Whisky. Sind Sie Mr. Hobbs? Ja, der bin ich. Haben Sie das gedruckt? Das habe ich, Sir. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Frank Wallingham. Ach so, guten Tag. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Mr. Wallingham? Nein, ich will von Ihnen wissen, warum Sie das gedruckt haben. Ganz einfach, ich habe es gedruckt, weil es die Wahrheit ist. Es stimmt doch, dass 600 Fässer Philadelphia Whisky nach Denver transportiert werden. Ja. Und was passiert, wenn die Indianer erfahren, dass 40 Wagen Feuerwasser unterwegs sind? Die skalpieren uns von Kopf bis Fuß. Indianer lesen keine Zeitung. Woher wissen Sie das? Das Indianerproblem ist gelöst, Mr. Wallingham. Haben Sie den Bericht der Friedenskommission nicht gelesen? Ach, die ist doch noch schlimmer als die Indianer, diese verdammten Finanzbeamten. Oh, Sie haben wohl Ihre Steuern noch nicht bezahlt. Natürlich habe ich meine Steuern bezahlt. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann und ein guter Republikaner. Aber wenn diese verfluchten Schnüffler nur ein bisschen Honiggeruch wittern, dann kommen sie von allen Seiten angeschwirrt und saugen mich aus. Ich bedauere Sie aufrichtig. Sie bedauern mich. Nur weil ich bei Ihnen nicht annonciere, weil ich Sie nicht mit einem Fass Whisky bestochen habe, haben Sie mir das eingebrockt.
Sie gehen jetzt besser. Hören Sie, ich habe jeden Cent, den ich besitze, in diese Fracht gesteckt. Und ich werde persönlich dafür sorgen, dass sie in Denver ankommt. Das dürfen Sie drucken. Das werde ich auch. Und ich werde außerdem ein Telegramm an Colonel Gerhard in Fort Russell schicken und eine ganze Schwadron Kavallerie als Eskorte verlangen. Das dürfen Sie auch drucken. Das werde ich. Okay. Und schreiben Sie auch in Ihrem Käseblatt, was ich Ihnen jetzt sage. Jeder Steuerschnüffler, jeder weiße Bandit und jede Rothaut, die in die Nähe meiner Wagen kommt, soll vorsichtshalber eiserne Unterwäsche anziehen. Und wenn Sie noch einmal versuchen, mich zu erpressen, dann komme ich wieder und stopfe Ihnen mit diesem Wisch hier Ihr verlogenes Maul. Guten Tag, Mr. Hobbs. Smith? Ja, Sir? Wie heißt diese bekannte Abstinenzlerin? Martindale? Messingale, Sir. Cora Templeton Messingale. Ah ja, die meine ich. Wissen Sie, wo sie jetzt ist? Sie war auf einer Reise durch Neuengland, soviel ich weiß. Von Boston nach Philadelphia und von Philadelphia nach Trenton, ja. Sie hat etwas eigenartige Vorstellungen in Bezug auf Alkohol, aber sonst ist sie sehr flott mit einer prima Figur. Und Augen hat sie, sag ich Ihnen, Augen. Smith? Sir? Ich habe gefragt, wo sie ist. Oh, in Fort Russell, Sir. Sie ist gestern dort eingetroffen. In Fort Russell. Schicken Sie ihr ein Telegramm, und zwar ein dringendes. Notieren Sie. Der Verleger der Julesburger Nachrichten hatte recht. Die Indianer lasen wirklich keine Zeitungen. Es kam nie heraus, wie sie von dem Whisky-Transporter fuhren. Tja, ein guter Riecher ist besser als eine schlechte Zeitung. Die Indianer hatten verschiedene Arten der Nachrichtenübermittlung. Einmal die Rauchzeichen. Nichtrauchern war die höhere Beamtenlaufbahn verwehrt. Aber auch ein einfacher Spiegel, ein bemaltes Fell, ein Stück Baumrinde oder eine in bestimmter Form geknüpfte Schnur dienten ihnen zur Verständigung. Die Nachrichten wurden in einer Geheimsprache übermittelt, die kein Weißer je entschlüsseln konnte. Außer Old Shatterhand natürlich, aber der war gerade in einem anderen Film. Welche dieser Methoden die Indianer auch angewendet hatten. Es war jedenfalls eine Rekordleistung, dass innerhalb von 48 Stunden jeder Indianerstamm der nordamerikanischen Ebene wusste, dass ein Whisky-Transport unterwegs war. Na, dann Prost. Es ist nie geklärt worden, warum damals nur ein Stamm ausritt, um den Wagentreck mit dem Feuerwasser aufzuspüren. Na, wer weiß, vielleicht wollten sie sparen. Oder sie hatten nicht genug Kostüme. Wir werden auskundschaften, wo der Wagentreck mit dem Feuerwasser steht. Ich werde auskundschaften, wo der Wagentreck mit dem Feuerwasser steht. Er ist Häuptling der Sioux. Wir haben das beschlossen. Ich bin der Häuptling der Krähen. Ich habe das beschlossen. Wir werden es tun. Sonst... Ihr werdet es nicht tun. Ich werde es tun. Du und ich, wir sind uns also klar darüber. Ja, das sind wir. Streitigkeiten zwischen den einzelnen Stämmen wurden sehr schnell beigelegt. Ja, es war ein schlagender Beweis dafür. Südlich von Cheyenne lag Fort Russell. Es war im ganzen Westen berühmt als eine Bastion militärischer Stärke und als Standort harter, kampferprobter Grenzsoldaten. Es spricht jetzt zu Ihnen Mrs. Cora Templeton Messingale. Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen. Ihr liebevoller Empfang erwärmt mein Herz. Meine Damen, Sie haben sicher schon den Ausspruch gehört, dass der Mann nur aus Mundwerk und Muskeln besteht.
dass er an dem einen Ende schmutzige Stiefel hat und an dem anderen schmutzige Gedanken. Glauben Sie das nicht? Wenn wir die gleichen Rechte haben wollen wie der Mann, müssen wir ihn respektieren. Doch wenn wir ihn respektieren wollen, dann müssen wir ihn vorher von seinen Leidenschaften befreien und vor allem vor dem Gift alkoholischer Getränke bewahren. Geben Sie mir recht! Ja! Ja! Dann soll es die ganze Welt erfahren. Lasst uns die Parole von der Emanzipation bis in den fernsten Winkel unseres Landes verbreiten. Emanzipation! Lasst mich das Wort hören! Emanzipation! Freiheit für die Frauen! Freiheit für die Frauen! Schreit es laut hinaus! Die Frauen können die Welt verbessern! Die Frauen können die Welt verbessern! Wofür halten Sie das, Sergeant? Ich sag's nicht gern, Colonel, aber es kommt mir vor wie der Kriegsruf der Sioux oder der Cheyenne. Ein Überfall auf das Fort? Lächerlich. Ja, Sir. Das sind Hornsignale, Sir. Das sind Kanonenschüsse, Sir. Abteilung nach links ausschwärmen! Abteilung nach links ausschwärmen! Guten Abend, Colonel. Musikmeister, treten Sie vor. Sie stehen unter Arrest. Die ganze Kapelle steht unter Arrest. Sie bleibt bis auf Weiteres in ihrem Quartier. Wegtreten! Wer sind die Idioten, die die Kanonen abgefeuert haben? Sergeant Perkins! Kanonier McIntosh! Kanonier Johnson! Kanonier Williams! Sie melden sich morgen früh um 9 Uhr bei mir, Sergeant. Ja, Sir. Ready? Gewehre sichern! Fertig machen zum Absetzen! Sitz ab! Madame, Artikel 12, Paragraph 7, Abschnitt 2 der Armeevorschrift bestimmt ausdrücklich, dass Staatseigentum nicht für politische Demonstrationen verwendet werden darf. Richtig, aber wir haben unsere Bewegung nie als politisch bezeichnet. Artikel 9, Abschnitt 2, Paragraph 4 der Armeevorschrift stellt ausdrücklich fest, dass zivile Versammlungen innerhalb militärischer Anlagen abgehalten werden dürfen, wenn der kommandierende Offizier es gestattet. Der kommandierende Offizier? Interessant. Bitte verzeihen Sie, Madame, wir waren 6 Tage auf Patrouille. Ich bin etwas müde.
Also, Captain Slater, als mein Stellvertreter, hat Ihnen die Erlaubnis gegeben. Ja, Colonel. Brady, sorgen Sie dafür, dass hier sofort aufgeräumt wird. Ja, Sir. Meine Damen, wie ich sehe, haben Sie Wagen hier. Sie werden zur Stadt zurückbegleitet. Der Aufbruch findet in genau 5 Minuten statt. Sie haben vermutlich hier ein Unterkommen gefunden. Ganz recht. Dann werden Sie sich jetzt auf Ihr Zimmer zurückziehen, Madam. Verbessern Sie die Welt bei einer anderen Gelegenheit. Guten Abend. Buell. Sir. Whisky vergiftet die Seele. Buell, holen Sie Captain Slater. Ja, Sir. Verzeihung, Sir, der Colonel möchte mich sprechen. Wo sind Sie denn auf einmal hergekommen? Ich habe zufällig gehört, dass Sie nach mir gefragt haben, Sir. Und ich wollte dem Colonel gern erklären, was hier passiert ist. Und wie es passiert ist. Es passierte so schnell, dass ich einfach überrumpelt worden bin. Haben Sie der Frau die Erlaubnis zu dieser Versammlung gegeben oder nicht? Ja und nein. Das heißt, ich wusste nicht, dass mir das Ganze über den Kopf wächst. Was haben Sie denn erwartet? Wenn Sie einer Frau den kleinen Finger geben, dann nimmt sie die ganze Hand. Wem sagen Sie das, Sir? Es tut mir auch sehr leid. Wenn Sie nur nicht mit diesem Umzug angefangen hätten, ich meine mit diesem Marsch. Angeführt von unserer Militärkapelle. Ich würde sagen, Mrs. Messingale hat ihn angeführt und die Kapelle lief hinterher. Sie haben ein Lied gesungen, die Schlachthymne der Republik, und an einer gewissen Stelle kam ein Kanonenschuss. Halleluja! Bumm. Entschuldigen Sie, dass die Männer die Kanonen abgefeuert haben. Ersparen Sie mir Einzelheiten. Ist Ihnen denn nicht klar, was passiert, wenn man erfährt, dass Fort Russell so einen albernen Jungfernzirkus duldet? Dass ich als aktiver Offizier mich mit solchem Blödsinn beschäftige? Tja, das wäre komisch, Sir. Sie haben uns das eingebrockt. Ich wollte... eigentlich habe ich nur versucht, Ihre Tochter aus der Sache rauszuhalten. Ihretwegen. Meine Tochter? Ja. Was hat denn meine Tochter damit zu tun? Naja, Ihre Tochter... Bitte, Vater, tu mir den Gefallen und mach Paul nicht dafür verantwortlich, Louis? Vater. Es war meine Schuld. Ich war diejenige, nein, das stimmt nicht. Und ich will nicht, dass sie die Verantwortung dafür auf sich nimmt. Es war meine Schuld. Das ist nicht wahr. Doch, Louise. Paul, wie kannst du nur so... In meiner eigenen Wohnung. Es tut uns leid, wirklich, es tut uns leid, Vater. Aber was? Aber darf ich darauf hinweisen, Sir, dass Sie das einzige Privatquartier im Fort besitzen und wir haben Sie nicht so bald zurückerwartet? Na ja, ich weiß, dass Miss Gerhardt natürlich ihr eigenes Zimmer hat. Aber ich dachte, meine Anwesenheit dort würde vielleicht die Tochter des Colonels in eine kompromittierende Lage bringen. Und da ich meine Unterkunft teilen muss, Sie Ihre Slater, Wohnung... Antworten Sie mir. Das versuche ich ja gerade. Er sagt nicht die Wahrheit. Er ist nicht aufrichtig. Er hat mich nicht von der Versammlung abgehalten. Ich habe ihn davon weggelockt. Ich dachte, er würde vielleicht den Marsch verhindern. Und das war doch eine hübsche, ich meine, eine Möglichkeit, ihn davon abzulenken. Louise... Du wirst doch deswegen nicht beleidigt sein. Ich meine, du hast doch deswegen sicher nicht weniger Vergnügen gehabt, Liebling. Ich würde alles für Cora Messing gehen und ihre Sache tun, Vater. Und wenn du sie gekränkt hast, dann werde ich dir das nie verzeihen. Slater. Ja, Sir. Die Weiber, die Versammlung, die Kanonen. Das will ich mit Ihrer Unerfahrenheit entschuldigen. Dankeschön, Sir. Aber das geht nicht, dass Sie einfach meine Wohnung für solche Sachen benutzen. Das war eine Verlegenheitslösung, Sir. Sie können das Mädchen heiraten, meinetwegen. Immer noch besser als diese Heimlichtuerei. Sie kennen meine Ansicht über diese Sache, Sir. Im Westen kann keine Frau leben. Im Westen kann kein Mensch leben. Wind, Staub, Indianer. Ich hasse den Wind.
Ich hasse den Staub. Und ich hasse die Indianer. Ja, eben, Sir. Und deswegen möchte ich auch erst, wenn ich an einen Standort im Osten versetzt worden bin, Louise... Darauf wollen wir einen trinken. Auf Sie und Louise und Ihre Versetzung. So. Nein, danke, ich kann nichts hören. Warum nicht? Ich muss Louise noch gute Nacht sagen und dann noch riecht sie meine Fahne. Sie weiß, dass Sie trinken und dass ich trinke. Ja, natürlich, Sir, aber wenn Sie sie bei der Versammlung gesehen hätten, als sie die Rede von Mrs. Messingill hörte, da leuchteten ihre Augen vor Begeisterung. Hat mich richtig erschreckt, Sir. Schon gut, gehen Sie. Machen Sie, was Sie wollen. Vielen Dank, Sir. Aber nicht auf meinem Bärenfell. Das brauche ich selber. Das sehe ich ein. Sir. Slater. Hier. Eskorte für einen Wagentrick. Der Besitzer heißt Wallingham. Steuerzahlender Republikaner. Stellen Sie fest, wo sich der Wagentrick jetzt befindet und begleiten Sie ihn nach Denver. Nach Denver? Das dauert über eine Woche. Ich habe Louise versprochen, dass... Ich weiß, sie wird heulen, aber sagen Sie ihr, Dienst ist Dienst und Bärenfell ist Bärenfell. Ja, Sir. Der Dienst ist kein Bärenfell, es stimmt. Ja, Sir. Danke. Gute Nacht. Colonel Gerhardt? Colonel? Colonel? Ich möchte Sie nicht in Ihrem Privatleben stören, Colonel, aber es handelt sich um etwas sehr Wichtiges. Ich nehme gerade ein Bad. Na und? Eine Frau, die zweimal verwitwet ist, hat sich an den Anblick eines Mannes in der Badewanne gewöhnt. Wahrscheinlich. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Was ich zu sagen habe, lässt sich am besten im Stehen sagen. Sie erlauben, dass ich sitzen bleibe? Ausnahmsweise, Colonel. Mrs. Messingill, ich habe Captain Slater bereits gesagt, dass ich ihn nicht verantwortlich mache, weil er noch so unerfahren ist. Und was Sie betrifft, so habe ich den Vorfall schon zu den Akten gelegt. Sie können also ohne... Deswegen bin ich nicht hier, Colonel. Ich habe gerade ein Telegramm aus Julesburg bekommen, das mich zutiefst bekümmert. Ein großer Treck von 40 Wagen befindet sich auf dem Weg von Julesburg nach Denver und Sie sollen eine Eskorte stellen, die diesen Treck begleitet. Stimmt diese Information? Ja, ich habe eine entsprechende Anforderung erhalten. Wissen Sie zufällig, Colonel, dass die Ladung dieser 40 Wagen aus Alkohol besteht? Nein, Madam. Jetzt wissen Sie es. Mhm. Und jetzt sagen Sie mir, werden Sie diesen Treck eskortieren? Ja, Madam. Oh, ich bitte Sie von Herzen, noch einmal darüber nachzudenken, Colonel. Im Namen der leidenden Menschheit beschwöre ich Sie, diesen Wagenzug anzuhalten und dieses furchtbare Gift zu vernichten. Was Sie verlangen, ist unmöglich. Die Ladung ist legal. Ich habe keinen Grund und auch nicht den Wunsch, Privateigentum zu vernichten. Gute Nacht, Madam. Überlassen Sie mich meinem Bad. Ist es legal, den Indianern Whisky zu verkaufen? Wer hat was von Indianern gesagt? Die Ladung geht nach Denver. Sie ist von dort aus bestellt worden. Von wem haben Sie das gehört? Von dem Eigentümer der Fracht. Von Mr. Frank Wallingham, der zufällig ein Bekannter von mir ist. Ein guter Steuerzahler und ein guter Republikaner. Bitte, Sie wollen nicht nachgeben. Dann muss ich eben die Sache in die Hand nehmen. Unsere Bewegung hat viele Freunde in einflussreichen Stellungen. Freunde wie Horace Greeley. Ist das eine Drohung? Sie können es so ansehen, wenn Sie wollen. Mein Gewissen zwingt mich dazu. Und mein Gewissen zwingt mich, meine Pflicht zu tun. So mag es denn sein. Darf ich Ihre Liebenswürdigkeit über Gebühr in Anspruch nehmen und Ihren Telegrafen benutzen? Ich werde sogar noch mehr für Sie tun. Ich werde mir erlauben, Sie zum Telegrafenamt in Cheyenne befördern zu lassen. Von dort wird Ihre Nachricht sicher doppelt so schnell abgehen. Vielen Dank. Besuchen Sie mich wieder, falls Sie irgendeinen Wunsch haben. Sie sind ein großzügiger Mann, Colonel. Rechts rum! Galopp!
Drei Telegramme, Sir. Eben angekommen. Lesen Sie vor. Der Gouverneur von Colorado ist gegen Alkohol und seinen Missbrauch. Aber seine Stellung macht es ihm nicht möglich, Stellung zu beziehen in Bezug auf den Whisky-Transport nach Denver. Ah. Der Generalstabschef der amerikanischen Armee dankt der Frauenbewegung für den hervorragenden moralischen Einfluss auf die Soldaten. Aber die Entscheidung über Whisky-Transporte muss den einzelnen Kommandeuren überlassen bleiben. Hochachtungsvoll. Ah. Mr. Horace Greeley ist immer ein Vorkämpfer der edlen Abstinenzlerbewegung gewesen. Aber er sieht sich außerstande, in die Machtbefugnisse der Regierung einzugreifen. Ha! Biol? Sir? Geben Sie die Mrs. Messinger mit meinem Kompliment und sorgen Sie für den Abtransport. Ihre Bewegung bewegt sich weiter. Ja, Sir. Am Morgen des 16. November bewegte sich Wallinghams Track nördlich des South Platte River entlang. An der Spitze fuhr der Eigentümer der Fracht, Frank Wallingham, gefolgt von seinem Flaschenzug. Die meisten der Kutscher waren Irländer. Ihr Wortführer war ein gewisser Kevin O'Flaherty. Slaters Eskorte ritt südwärts auf den Wallingham-Track zu. Und eine Gruppe von Sioux-Kriegern war ebenfalls unterwegs, angeführt von dem großen Häuptling Fünf Fässer und seinem Unterhäuptling Krummer Rücken. Auch Himmelsauge genannt, wegen der blauen Farbe seiner Augen. Da war in seiner Anreihe anscheinend mal jemand mit der Tür ins falsche Haus gefallen. Bitte, Vater, bitte sei vernünftig. Nein. Wenn Mrs. Messinger eine Abschiedsversammlung abhalten will, kann sie die Offiziersmesse benutzen. Aber ich werde unter keinen Umständen anwesend sein. Wir verlangen ja nicht, dass Sie ein Gelübde ablegen. Obwohl Sie ein wenig Enthaltsamkeit glücklicher machen würde. Kein Mann, der ab und zu einen Tropfen trinkt, ist enthaltsamer als ich. Und ich bin glücklich. Ich bin verdammt glücklich. Wenn du nur ein wenig Verständnis für Mrs. Messingale hättest. Die arme Frau hat zwei Männer durch Alkohol verloren. Sie haben sich buchstäblich selbst in ihr Grab hineingespült. Das war das kleinere Übel. Mit anderen Worten, du weigerst dich, der Versammlung beizuwohnen, Vater. Ja, ganz recht. Und ich bedauere allmählich meine Gutmütigkeit. Dann überlass uns doch wenigstens die Musikkapelle. Nein. Aber ohne Kapelle können wir keine Hymnen singen. Großartig. Dann hat die Versammlung überhaupt keinen Sinn. Richtig. Bitte, Vater. Es bedeutet zu viel für uns. Mrs. Messingale reist ab. Wir werden sie vielleicht nie wiedersehen. Kann ich mich darauf verlassen? Ich habe noch nie mein Wort gebrochen. Ich verabschiede mich nach der Versammlung. Hm. Na schön. Vielleicht die Trompeten. Ach, danke, Vater, du bist ein Engel. Und die Trommeln, ja? Nein, keine Trommeln. Auf Wiedersehen. Geh auf, oh Weib und Weibchen, gib Schwachen an die Hand. Gib sein tödlich Leben, flecht ein Rosenband der Tugend, flecht ein Rosenband. Auf das Gesicht erweichen. Was geht da drüben vor? Sie singen, Sir. Haben Sie überall Wachen aufgestellt? Wie Sie befohlen haben, Sir. Verdoppeln Sie die Wachen und überprüfen Sie die Ausgänge persönlich. Für den Fall, dass Sie wieder ausbrechen in Marschformation. Das ist nämlich Captain Slater passiert. Ja, Sir. Meine Damen, unser Feind hat zwei Köpfe. Der erste ist die Versklavung der Frauen durch die Männer. Ja! Der zweite ist die Versklavung der Männer durch den unbarmherzigen Tyrannen Alkohol. Bravo! Wollen wir gemeinsam gegen diesen Feind kämpfen? Ja! Dann müssen wir unsere Freiheit behaupten und diesen Tyrannen von den Lippen der Männer hinwegreißen. Und nun, meine Damen, muss ich Ihnen eine Mitteilung machen. Ich habe Sie alle, alle tief in mein Herz geschlossen. Doch für mich ist die Zeit gekommen, da ich euch Lebewohl sagen muss, ihr wundervollen Frauen. Gott sei Dank. Es hat sich etwas ereignet, das meine Anwesenheit an einem anderen Ort dringend erfordert. Ich muss sofort nach Denver. Nach Denver? Ich weiß, Sie werden mich fragen, warum muss sie nach Denver? Ich werde es Ihnen sagen. Weil 40 Wagen mit Whisky nach Denver rollen. In diesem Augenblick 40 Wagen voller Gift für die armen, irregeleiteten Bürger. Und kein Mensch in der Regierung kümmert sich darum. Aber ich werde es tun. Ich schreie es hinaus, immer wieder und immer wieder, bis die Berge von Colorado auf das Sündenbabel von Denver herabstürzen. Werden eure Herzen mit mir gehen? Ja! Ja. Ist unsere Sache gut und gerecht? Thank you.
Ich habe die Wachen an jeder Tür verdoppelt, Sir. Überwachen Sie den Hauptausgang persönlich. Moment. Gehe ich mit eurem Segen? Ja! Nein. Nein. Ich kann Sie nicht allein in diese sündige Stadt gehen lassen. Wenn Sie mich haben wollen, Mrs. Messingale, dann werde ich mit Ihnen gehen. Nein, Sie ist aber weg. Gehen Sie rüber, holen Sie meine Tochter da drüben raus. Oh, was für eine wundervolle Idee. Oh, meine Damen, wir gehen alle nach Denver. Ja! Ja! Wir wollen jetzt unser Marschlied anstimmen. Ja! Wohl auf zum Marsch nach Denver, der Tugend hilft zum Sieg. Dort, wo wir Brandwein trinken, ziehen wir in den Krieg. Ihr Trinker lernt das Zittern, die Flaschen sind bald leer. Jedes Fass soll später keinen Tropfen mehr. Ihr seid da, keinen Tropfen mehr. Auf geht's nach Denver, in den Sündenreich. Wir werden die Tropfen legen, ein für alle Mal. Wir werden die Tropfen fliegen. Na, Buell? Ich muss erst mal zu Atem kommen, Sir. Das hat mich umgeschmissen, Sir. Haben Sie gehört, was dieses Weib gesagt hat, Sir? Ja, leider. Aber, Sir... Was soll ich denn machen? Ja, aber das können wir doch nicht zulassen, Sir. Ein Marsch nach Denver durch dieses Land ohne Eskorte, ohne männlichen Schutz. Was ist, wenn Sie auf eine Bande blutdürstiger Indianer stoßen? Dann können wir nur noch beten für die Indianer. Kann die Armee eine Eskorte verweigern, Sir? Von jetzt an wird die Armee das tun, was ich ihr sage. Was wollen Sie unternehmen, Sir? Miss Gerd. Guten Morgen, Sergeant Buell. Luise, ich bitte dich, geh weg. Davon wird dir besser werden, Vater. Schöne heiße Milch. Oh. Oh. Was ist denn da draußen los? Hört sofort mit diesem infernalischen Krach auf! Du gehst unter keinen Umständen mit dieser Person. Ja, Vater. Weder nach Denver noch sonst wohin. Ich möchte, dass dir das klar ist, Louise. Ja, Vater. Oh. Und jetzt lass mich bitte allein. Oh. Geht's ihm besser? Nein, er fühlt sich sehr elend. Holen Sie mir bitte noch ein paar Wolldecken, Louise. Dicke Wolldecken. Ich möchte ihn zum Schwitzen bringen. Er muss das Gift aus seinem Körper herausschwitzen. Schwitzen? Ja, das ist gut, Mrs. Messingale.
Mrs. Messing. Legen Sie sich wieder hin. So. Madam, das ist... So? Schön. Bleiben Sie bitte ruhig liegen. Strengen Sie sich nicht an. Madam, wir haben einen Arzt. Entspannen Sie sich. Lassen Sie das Blut zirkulieren. So. Sagen Sie, Colonel, liegt das Schmerzzentrum ungefähr hier? Madam, ich... Nein, etwas höher. Etwas höher? Oh. Ja, natürlich. Der Marsch, den Sie vorhaben, Mrs. Messingale? Schön locker bleiben und entspannt. Der Marsch nach Denver ist unmöglich. Wissen Sie hier, genau an dieser Stelle, Colonel, treffen sich viele Stränge. Muskelstränge und Bänder. Und darunter liegt ein Nervengeflecht wie aus feinen Seidenfäden. In diesem Gebiet gibt es Indianer und Klapperschlangen und... All das läuft hier zusammen, hier, wo das Zentrum der Schmerzen liegt. Überlegen Sie doch mal, dass ich in meiner Stellung... Ach, das tut gut. Das ist der Schlüsselpunkt. Und jetzt streichen wir ganz vorsichtig abwärts und dann wieder aufwärts und dann wieder abwärts. Jetzt fangen Sie an, sich zu entspannen. Ich spüre es in meinen Fingerspitzen. Ich wollte, ich könnte Ihnen helfen. Aber die Armeevorschriften? Artikel 12, Abschnitt 26, Paragraph. So ist es schön. Entspannen. Entspannen. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen, meine Damen. Ah, stopp! Was sind das für Leute am Tor? Nur ein paar Ehemänner, Sir. Nicht alle Damen sind ledig. Was wollen die denn hier? Die Damen haben ihnen die Wagen weggenommen. Darüber sind sie aufgebracht. Sie möchten, dass der Colonel etwas dagegen unternimmt? Sir. Ja? Sir, haben Sie wirklich die Absicht? Ich meine, soll die Eskorte wirklich... haben Sie wirklich die Absicht, das durchzuführen, Sir? Sie haben noch viel über die Kunst der Kriegsführung zu lernen. Ja? Ein einfacher Fall von Angriffsziel und Strategie. Angriffsziel ist, die verdammten Weiber loszuwerden. Und die Strategie, Buell? Sie nach Denver zu bringen. Aufsetzen, Buell, aufsetzen. Ja, Sir. Befehl zum Ausrücken, Brady. Ja, Sir. Schnaps,
ein Trompeter, nur ein Trompeter den Gesang begleitet, lasse ich ihn erschießen. Ja, Sir. Ich glaube, es wäre gut, sich in diesem Augenblick einmal über den historischen Schauplatz zu orientieren. Ja, sehr gut sogar. Ich bin schon ganz durcheinander. Julesburg ist hier. Im Südwesten, am South Platte River, liegt die Stadt Denver. Nördlich davon Fort Russell. Aha. Der Wallingham Track war bis zu diesem Punkt am Fluss gekommen. Die erste Kavalleriepatrouille unter Captain Slater bis hierher. Die zweite Kavalleriepatrouille unter Colonel Gerhardt bis hierher. Natürlich zusammen mit den Damen. Der Genießer. Und die Gruppe der Sioux-Indianer bis hierher. Zur gleichen Zeit hielten die Bergleute in Denver wieder eine Versammlung ab. Die hatten anscheinend auch nichts weiter zu tun. Ich rufe die Versammlung zur Ordnung. Und jetzt soll mir erst mal jemand sagen, wer diese Versammlung einberufen hat und weshalb ihr so... Ich war's. Clayton, so kann's nicht weitergehen. Wir haben von dem Wagenzug seit über zwei Wochen kein Wort mehr gehört. Das stimmt. Und oben am Grizzly Pass ist schon Schnee gefallen. Guten Abend, die Herrschaften. Orakel, es dreht sich darum, dass wir Sorgen haben. Das weißt du? Der Wagenzug kommt vielleicht nie in Denver an. Warum nicht? Besten Dank. Ja, es ist gestern wieder über mich gekommen. Ich habe aufgesehen und habe... danke. Da, jetzt sehe ich es wieder. Was? Indianer. Ja, ich sehe Hunderte von Indianern. Siehst du sonst noch irgendwas? Ich sehe Männer. Ich sehe Männer auf dem Marsch. Kavallerie? Nein, dazu ist die Sache zu wichtig. Ich sehe Männer, die Spitzhacken tragen und Äxte. Und Schaufeln. Und wer sind die Leute? Die Männer sind die Bürgerwehr von Denver. Sie marschieren hinaus, um den Wagenzug zu finden und dafür zu sorgen, dass der Whisky gut hierher kommt. Das ist doch Unsinn. Wir sind Arbeiter, wir sind Bergleute und keine Soldaten. Ich habe keine Lust, durch die Prärie zu marschieren, auf Felsen zu schlafen und am Lagerfeuer zu kochen. Willst du den ganzen Winter über ohne einen Tropfen Whisky in Denver hocken? In der Morgendämmerung des 17. November bewegte sich die 2. Kavalleriepatrouille auf Denver zu. Natürlich zusammen mit den Damen. So, na, da bin ich ja beruhigt. Der Wagenzug von Mr. Wallingham wandte sich nach Westen. Die 1. Kavalleriepatrouille beschleunigte ihr Tempo, um den Track einzuholen. Die Bürgerwehr von Denver überquerte den South Platte River in östlicher Richtung. Während die Sioux von Norden herunterkamen, wobei sich unterwegs immer mehr Krieger anschlossen. Das kann ich mir denken. Durst ist schlimmer als Heimweh. Beim heiligen Christophorus, warum musste ich auswandern? Warum bin ich nicht als Bierfahrer in meiner Heimat geblieben? Also langsam kann mir die neue Welt gestohlen bleiben. Du willst ein Wagen sein, du verdammter Dreckskarren aus Holz. Du bist nicht mal gut genug, um Mist zu fahren. Brrr.
Marty, was für eine Ausrede haben Sie denn diesmal, Sie irisches Faultier? So, ein Faultier bin ich. Na schön. Jetzt ist sowieso alles egal. Jetzt wollen wir mal ein Wort mit eurer Lordschaft reden. Ich habe Ihnen schon 100 Mal gesagt, dass ich keine Lordschaft bin. Ein Mann, der in Irland Leibeigner war, vergisst diese Anrede nicht so schnell. Na schön, was haben Sie zu sagen? Wir alle hier, wir irischen Fuhrleute haben eine Beschwerdeschrift zu überreichen. Wir stellen darin nur mit ein paar einfachen Worten fest, unter welchen schlechten Bedingungen wir bei Ihnen arbeiten müssen. Ach. Und wir erheben hiermit feierlich Einspruch gegen Folgendes. Unsere Pflichten sind 12 Stunden am Tag fahren, dann ausspannen, das Lager aufschlagen, Kisten abladen, die Gäule versorgen, Wachdienst, Essen zubereiten, mit verfaultem Wasser. Es passt uns nicht, dass wir die letzten Wagen fahren, steht ebenfalls drin. Und außerdem möchte ich noch hinzufügen, dass wir noch keine einzige Whisky-Zuteilung bekommen haben, obwohl die ganze Ladung aus Whisky besteht, Euer Lordschaft. Aha. Und wenn ich auf Ihre Beschwerdeschrift nicht eingehe, was wollen Sie dann machen? Streiken? Oh, das ist für einen Arbeiter ein unangenehmes Wort, Sir. Aber es wäre zu überlegen. Aha, na schön, wenn Sie streiken wollen. O'Flaherty, streiken Sie. Und wer, wenn ich höflich fragen darf, wird dann Ihre alten, verrotteten, verfaulten, dreckigen Wagen fahren, hä? Hier haben Sie Ihre Beschwerde. Wir haben 12 Abschriften davon gemacht, Sie Ausbeuter. Wucherer! Hey! Leute, Schindler! Hey! Profitmacher! Mr. Wallingham nehme ich an. Ganz recht. Guten Tag, ich bin Captain Slater. Colonel Gerhardt lässt sich empfehlen und Ihnen sagen, dass es Ihnen außerordentlich freut, Ihrer Bitte um eine Eskorte nach Denver entsprechen zu können. Danke, das ist nett von Colonel Gerhardt. Sagen Sie mal, sind hier Indianer in der Nähe? Ich habe nämlich sowas gehört. Vollkommen ausgeschlossen. Hier gibt es weit und breit keine Indianer. Haben Sie nichts von der Friedenskommission gehört? Ah, wenn man so eine Ladung hat, muss man vorsichtig sein. Verdammt vorsichtig. Indianer, Steuerschnüffler, abstinente Weiber. Ach, Sie wissen es schon. Was soll ich wissen? Dass Cora Messingale unterwegs ist. Was? Wo ist sie? Keine Aufregung, Sir. Sie ist nicht hier. Sie ist in Fort Russell und gibt Unterricht in Enthaltsamkeit. Wissen Sie bestimmt, dass sie in Fort Russell ist? Darauf können Sie Gift nehmen. Ich weiß, dass sie ihrer Ladung nicht näher ist, als es die Indianer sind. Hoffentlich ist das Wasser warm. Das wirst du merken, wenn du drin bist. Gib mir doch mal die Seife, bitte. Danke. Jetzt ist es warm genug. Sergeant, ich... Wir haben ein moralisches Problem, Sir. Dann lösen Sie es, Buell. Es ist vielleicht besser, wenn sich der Colonel selber drum kümmert und mit ganzer Strenge vorgeht. Die Damen baden, Sir. Ganz nackt. Mrs. Messingale, ich habe mit Ihnen zu sprechen. Eine Stunde später vorbeikommen, Colonel. Ich nehme gerade ein Bad. Das habe ich gemerkt, dass Sie ein Bad nehmen. Sie können von mir aus 100 Bäder nehmen, aber ich gestatte nicht, dass Sie und Ihre Damen nackt baden. Ich wüsste nicht, wie wir sonst baden sollten. Die Möglichkeit war gerade da und wer weiß, was uns morgen bevorstehen wird. Wir haben nämlich unsere Pläne etwas geändert.
Sie haben Ihre Pläne geändert? Ja, Colonel. Oh. Sie wollen also nach Cheyenne zurückkehren? Kommt überhaupt nicht in Frage, ganz im Gegenteil. Wir wollen den Wagenzug treffen, wie verabredet. Das hatten Sie doch von Anfang an vor. Deswegen reiten wir ja nach Denver. Wir wollen ihn abfangen, schon bevor der Zug nach Denver kommt. Aber das ist doch unmöglich. Wieso denn, Colonel? Wir haben die Absicht, dem Wallingham-Track den Weg abzuschneiden, und zwar am River Platte. Was wollen Sie? Wie heißt es doch im Volksmund so knapp und so richtig, wer schreit, hat Unrecht. Madam, wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie die Absicht, Ihre Damen durch unbesiedeltes Prärieland zu führen, am South Platte River entlang, stimmt das? Genau, Colonel. Und nachdem Sie auf den Wagenzug gestoßen sind, wollen Sie vermutlich eine Art Demonstration veranstalten, um Mr. Wallingham zur Umkehr zu zwingen. Sie haben es erraten. Schon möglich. Aber wenn Sie glauben, dass Soldaten unserer Armee dazu da sind, einen Haufen verrückter Frauen durch die offene Prärie zu führen, Frauen, die Absicht haben, sich unter Pferdehufe zu werfen, dann haben Sie sich geirrt. Wie Sie wünschen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeiten, die Sie uns erwiesen haben. Aber wenn Sie uns zwingen, ohne Eskorte weiterzuziehen und uns irgendetwas zustößt, dann werden über 4 Millionen rasender Frauen das Kriegsministerium im Sturm nehmen und auf den Kopf stellen. Mrs. Messingill, wenn ich Sie zu irgendetwas zwingen könnte, was ich ganz offensichtlich nicht kann, dann würde ich Sie zwingen, nach Hause zu gehen, wo eine anständige Frau hingehört. Sergeant? Sir? Verdammter Mist. Ja, Sir. Setzen Sie morgen früh ein paar Kundschafter auf die Vierte der Frauen, Buell. Sie müssen in ständiger Verbindung mit unserer Abteilung bleiben. Wir rücken sozusagen parallel vor. Ja, Sir. Verzeihung, Sir. Parallel vor? Ist das eine neue Taktik? Sie ist mir nicht bekannt. Sie war den alten Römern schon bekannt. Ja, Sir. Natürlich. Wie heißt sie denn, Sir? Wie sie heißt? Ich meine, welchen Befehl soll ich geben? Immer parallel zu den Damen vorrücken, Sir? Sie heißt, losen Kontakt halten. Losen Kontakt halten? Lassen Sie das auch so ins Dienstbuch eintragen, verstanden? Ja, Sir. Es gibt keine Dokumente, aus denen hervorgeht, wie die Sioux den Überfall geplant hatten. Och, das macht doch nichts. Hören wir uns doch mal an, was die roten Kameraden ausbrüten. Was sagt er? Der weiße Mann hat den Krieg gewonnen. Jetzt wollen wir den Spieß umdrehen. Du, Häuptling Krummer Rücken, greifst mit 20 Kriegern die Spitze des Wagentrecks an und lockst die Wachen weg. Du, Häuptling Elchläufer, greifst mit 20 Kriegern das Ende des Wagentrecks an und lockst die Wachen weg. Der Rest greift die Mitte des Wagentrecks an. Wenn die Bleichgesichter unsere Krieger verfolgen, dann kommt der große Häuptling Fünf Fässer mit seinen beiden Schwägern von Südosten, umkreist den Wagentreck, erobert die letzten drei Wagen und jagt wie der Wind nach Westen. Morgen früh, wenn die Sonne über dem eisernen Berg zwei Hände hoch aufgegangen ist, greifen wir an. Wenn die Bleichgesichter Krieger gefangen nehmen, zeigt das Papier, das bescheinigt, dass wir gute Indianer sind. Dann geschieht euch nichts. Und ihr könnt in unsere Reservate zurückgehen. Aber bevor ihr geht, vergesst nicht, um Geschenke zu bitten. Die Schlawiner, Geschenke wollen sie auch noch. Hä? Bei der Vorbereitung für ihren Angriff bezogen die Indianer drei Stellungen. Hier, hier und hier. Der Wallingham-Track bewegte sich in dieser Richtung, begleitet von der ersten Kavalleriepatrouille. Die Damen, die auf ihrem Marsch nach Osten abgebogen waren, bewegten sich in dieser Richtung. Die zweite Kavalleriepatrouille unter Colonel Gerhardt hielt losen Kontakt zu ihnen. Also ich wäre eigentlich mehr für festen Kontakt.
Die Bürgerwehr von Denver marschierte jetzt nach Norden, in dieser Richtung. Ein Zusammenstoß aller Gruppen war unvermeidlich. Ja, ja, der Whisky ist eine Himmelsmacht. Der Tag begann mit einem Sandsturm von erschreckenden Ausmaßen. Na, das kann ja heiter werden. Jetzt habe ich auch schon was im Mund bekommen. Aber wer fragt mich schon? Thank you.
Meine Damen, bilden Sie einen Kreis! Hey, Riff! Riff! Wo steckst du denn? Riff! War das Gewehrfeuer? Was? Ich frage, ob das Gewehrfeuer war. Wo? Bildet einen Kreis, verdammt nochmal! Bildet einen Kreis! Lauter, du Idiot! Bildet einen Kreis! Bildet einen Kreis, Jungs! Männer der Bürgerwehr, bildet einen Kreis! Stürmen Sie die Anhöhe! Ja, Sir! Vorwärts! Wir müssen uns nach beiden Seiten verteidigen. Und zwar gleichzeitig, verstanden? Das ist es. Es sind Indianer, Sir. Was? Es sind Indianer, Sir. Sie haben die Frauen erwischt. Das hat mir noch gefehlt. Vorwärts! Es ist viel Mühe darauf verwendet worden, den chronologischen Ablauf des Geschehens festzuhalten. Aber man konnte die Stellungen nur ungefähr bestimmen. Ja, man sieht den Sand vor lauter Körnern nicht.
Als sich die Schlacht ihrem Höhepunkt näherte, befand sich der Wagenzug vermutlich hier. Die beiden Abteilungen der 1. Kavalleriepatrouille hier und hier. Die 2. Kavalleriepatrouille hier. Und die Damen? Die Gruppe der Damen vermutlich hier. Ah, vielen Dank. Die Bürgerwehr der Stadt Denver ungefähr hier. Die Indianer hier, hier und... Hier, wo, Filet, pass auf! Hier. Es ist nicht bekannt, wo sich die streikenden Iren befanden. Wahrscheinlich im Irenhaus. Au. Nach unserer Kenntnis waren dies die festen Stellungen in dem Gefecht, das als Schlacht bei den Whiskybergen in die Geschichte eingegangen ist. Aber sie war natürlich nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu der nachfolgenden Katastrophe im Treibsand. Na, die sind aber vergnügungssüchtig. Es ist ein Wunder. Was haben Sie gesagt, Sir? Es ist ein Wunder erster Ordnung, dass so viele Kugeln so viele Menschen verfehlt haben. Auf einem so kleinen Gebiet, in einem so knappen Zeitraum. Haben wir überhaupt keine Verluste? Keine gemeldet, Sir. Was sollen wir jetzt Ihrer Meinung nach machen, Sir? Unsere Pflicht liegt klar auf der Hand. Als erstes müssen wir den Frieden herstellen. Stimmen Sie mir zu, Buell? Selbstverständlich, Sir. Es sind drei wichtige Punkte bei den Friedensverhandlungen zu beachten. Keine Verbrüderung und keine Auslieferung von Waffen. Ja, Sir. Und der dritte Punkt, Sir? Der dritte Punkt? Ah, der ist nicht wichtig. Wichtig ist vor allem, dass wir eine Konferenz abhalten. Es gibt keinen Frieden ohne Konferenz. Jul? Sir. Benachrichtigen Sie alle beteiligten Parteien, dass wir in einer Stunde hier eine Konferenz abhalten. Ja, Sir. Und außerdem steht in meinem Vertrag, ich habe den Vertrag bei mir, dass ich meine Ladung abzuliefern habe. Und ich werde sie abliefern, ob Tod oder Teufel dazwischen kommen. Und Sie haben als erstes dafür zu sorgen, dass diese verdammten Kerle da verschwinden. Mr. Warren. Ich bin Steuerzahler, Sir, und ein guter Republikaner. Das bedeutet, dass ich das Recht auf eine Eskorte habe. Und ich werde diese Eskorte bekommen, sonst gibt es einen Höllenkrach zwischen mir und Washington. Mr. Wallingham. Was? Ich verbitte mir diesen Ton in Gegenwart von Damen. Wieso? Oh. Hier. Wir verstehen jetzt, in welcher Lage Sie sind. Die nächste Partei, die wir hören werden, ist, wer sind Sie? Mein Name ist Clayton Howell, Sir, Kommandeur der Bürgerwehr von Denver. Und was wollen Sie? Ich möchte den Colonel davon in Kenntnis setzen, dass viele unserer Leute Mitglieder im Verband der Gastwirte von Denver sind. Wir möchten diese Frachter in Empfang nehmen und gut nach Hause bringen, Sir. Die Winterabende in Denver sind lang und einsam, Sir. Da muss man sich einen kleinen Trost verschaffen. Anfang des nächsten Monats geht die Sonne bei uns schon um 5.33 Uhr unter. Und erst nach 11¼ dunklen Stunden geht sie wieder auf. Schon gut, schon gut. Wir wollen die Sonne aus dem Spiel lassen. Ja. Was machen Sie denn hier, Orakel? Ja, Sir, ich bin der Pfadfinder der Bürgerwehr. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese kostbare Ladung und diese danke, Leute danke, wohlbehalten... Danke, ich kenne die Pflicht eines Pfadfinders genau. Sie sind der Nächste. Devon O'Flaherty, zu Ihren Diensten, Sir. Ich bin Präsident der irischen Fuhrleute. Mit eurer Lordschaft Erlaubnis, ich habe hier eine Resolution von 14 Punkten aufgesetzt, die ich als Einleitung zu dieser Arbeitsverhandlung vorlesen möchte. Arbeitsverhandlung? Wenn unsere Forderungen nicht bewilligt werden, eurer Lordschaft, dann treten wir in Streik. Das Recht dazu haben wir nämlich. Verdammt noch mal, Mr. wenn ihr das... Oh, schade. Ich habe keine Lust, 10 von meinen Wagen den Indianern auszuliefern. Wer sagt, dass Sie das müssen? Sie haben die ganze Bürgerwehr von Denver zur Verfügung. Wieso? Verzeihen, Sir. Diese Männer können die Wagen nur fahren, Sir, wenn wir jeden von ihnen von einem Soldaten bewachen lassen. Das sind die schlimmsten Säufer von Denver. Und wer wird bei einem Whisky-Transport die Soldaten bewachen? Ich verstehe, was Sie meinen. Unser Vorrat an Abstinenzland ist ziemlich begrenzt. Ja, Sir, das kann man wohl sagen. Also, da Sie nichts weiter vorzubringen haben, Mr. O'Flaherty, setzen Sie sich. Ich erteile das Wort Mrs. Messingale. Vielen Dank, Colonel. Die Abstinenzlerbewegung hat sich jetzt überall in unserem Land durchgesetzt. Unsere wundervolle Bewegung wurde im Jahr... Mrs. Messingale, wir sind nicht hier, um über die Bewegung zu sprechen. Haben Sie sonst noch etwas zu sagen?
Und ob. Kippen Sie das Zeug aus. Kippen Sie diese ganze widerliche Ladung sofort in den Fluss. Das ist die einzige Lösung. Wenn Sie sich an meinen Fässern vergreifen. Was? Oh. Hier, komm. Haben Sie das verstanden? Nicht ein Wort. Aber ich habe einen Dolmetscher mitgebracht. Sims! Ja, Sir? Stellen Sie fest, warum Sie die Reservation verlassen haben und was Sie hier wollen. Ja, Sir. Wir haben Büffel gejagt, haben nichts Böses im Sinn. Dann sind Bleichgesichter gekommen und haben uns angegriffen. Wir friedliche Indianer. Das Papier sagt, dass wir friedliche Indianer sind. Wir reiten jetzt in Wigwam. Aber vorher gebt uns Geschenke. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sie hätten Büffel gejagt, ganz friedlich und nichts Böses im Sinn gehabt, aber die Bleichgesichter hätten sie angegriffen. Was? Ja, Sir. Aber sie wollen jetzt wieder nach Hause reiten. Das freut mich. Sagen Sie, es sei eine weise Entscheidung. Ja, Sir. Wo sind Geschenke für uns? Du mir geben 20 Wagen verrücktes Wasser, oder ich führe meine Krieger nicht nach Hause. Hau! Na und? Was ist? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er möchte Ihnen gern ein Geschenk überreichen, Sir. Das ist aber nett. Aber er hat kein Geschenk, Sir. Ja, ja, schon gut. Danken Sie ihm und sagen Sie, ein Geschenk wäre nicht nötig. Ja, Moment, ich sag's selber. Also, morgen früh wird die ganze, nach Denver aufbrechen. Sie erhalten Ihre Befehle von Sergeant Puel. Die Aufbruchszeit betreffend, Bestimmung der Marschroute, Lager aufschlagen und so weiter. Jede Entscheidung, die getroffen wird, treffe ich persönlich. Sergeant? Die Konferenz ist beendet. Die Indianer da oben? Das weiß ich nicht, Sir. Seit wann folgen Sie uns? Ich hatte bereits die Absicht, Ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken, Sir. Sie folgen uns schon den ganzen Tag, Sir. Soll ich ein paar Leute nehmen und Sie verjagen, Sir? Sie wissen doch, dass die Indianerkämpfe vorbei sind. Die Sioux stehen unter dem Schutz der Regierung. Welchen Eindruck würde denn das in Washington machen? Sie haben vollkommen recht, Sir. Holen Sie den Dolmetscher. Er soll feststellen, warum Sie noch hier sind. Ja, Sir. Und Buell. Sir? Wir wollen heute zeitig kampieren. Besondere Maßnahmen, Sir. Stellen Sie doppelte Wachen aus. Ja, Sir. Carter, Sir, überprüfen Sie die übrigen Wachen und suchen Sie Sergeant Puel. Ja, Sir. Phillips, Sir.
Was soll denn das? Eine Empfehlung von Mrs. Messinget, Sir. Sie hat noch eine zweite Wanne, Sir. Und sie findet, dass der Colonel dreckig aussieht, Sir. Und ziemlich verschwitzt und verschmiert, Sir. Und sie dachte, Sir, es wäre vielleicht... Ja, Sir. Sir? Ja? Alle Wachen sind auf ihren Posten, Sir. Die Bürgerwehr von Denver hat sich zur Ruhe begeben. Und wo ist Sergeant Buell? Er ist mit dem Dolmetscher immer noch im Indianerlager, Sir. Danke. Das ist alles, Carter. Ja, Sir. Sir? Kommen Sie rein, Buell. Eine Meldung vom Dolmetscher, Sir. Was ist denn? Es muss irgendwie ein Missverständnis vorliegen, Sir. Ein Missverständnis? Ja, ein Missverständnis, Sir. Der Dolmetscher meint, Sie hätten gesagt, haben Büffel in Frieden gejagt. Hatten nichts Böses im Sinn, Bleichgesichter haben Rothäute überfallen. Wollen wieder in Wigwam gehen. Vorher euch geben wollen Geschenk. Sergeant, holen Sie mir Orakel Jones. Ja, Sir. Freund. Ja. Los, sagen Sie ihm Bescheid. Und gehen Sie nicht um den heißen Brei herum. Stellen Sie fest, warum Sie immer noch hier sind. Makatsche nanavogetscho. Do eno an getro changa togaski. Mana takua weahi. Der Häuptling sagt, Sie wollen auf die Geschenke warten. Geschenke? Wir wollen keine. Sagen Sie, dass wir keine Geschenke wollen und danken Sie ihm. Iab da, io, iocha, ia. Ja, und konglesne. Takawashni. Kein Geschenk für Sie, Colonel. Für den Häuptling. Moment mal. Er hat gesagt, wir haben in Frieden Büffel gejagt und hatten nichts Böses im Sinn. Simps! Ja, Sir. Sie stehen unter Arrest. Ja, Sir. Und wenn ich mich weigere, Ihnen Geschenke zu geben? Dann werden Sie nicht weggehen, Sir. Ist ja großartig. Fragen Sie, was Sie haben wollen. In Tranchkal Dankuyachi. Miniwakawachi. Germany Nupa. Der Häuptling sagt, er verlangt 20 Wagen voller Miniwakal, verrücktes Wasser. 20 Wagen Ladungen Whisky? Dieser Häuptling scheint ein Säufer zu sein, habe ich das Gefühl. Ach, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Die Armee der Vereinigten Staaten lässt sich nicht erpressen, sagen Sie ihm das. Er soll seine Meute zusammenpacken und dahin verschwinden, wo er hergekommen ist. Ich werde es ihm sagen. Weißer Häuptling, Indianerhäuptling, treffen sich als Freunde und trennen sich als Freunde. Kein verrücktes Wasser, kein Whisky. Geht nach Hause in Frieden. Aber geht nach Hause, Sergeant. Ja, Sir.
Jetzt sehe ich es. Hey, Frank, halt mal einen Augenblick an. Frank, wenn die Sonne untergeht, dann fährst du die Wagen in Richtung Treibsandsümpfe. Warum denn? Da kampieren wir heute Nacht. Nein, der Wagenzug kampiert woanders. Wie du willst. Du musst ja wissen, was du tust. Der Weg dahin wäre doch Zeitverschwendung. Na schön, dann reite ich eben allein nach Denver. Moment mal, Orakel, hast du irgendwas gesehen? Ich weiß es noch nicht genau, aber ich habe so das Gefühl, dass es jetzt bald wieder soweit sein wird, Frank. Was denn? Das kann ich dir noch nicht sagen. Hat das vielleicht was mit den Treibsandsümpfen zu tun? Ja. Riff! Riff! Halt auf die Treibsandsümpfe zu, da kampieren wir heute Nacht. Hä? Hey, hey! Du sollst auf die Treibsandsümpfe zuhalten, da kampieren wir heute Nacht. Hab schon verstanden. Kommt nicht zu nah an den Sumpf ran, seid vorsichtig! Los, 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 aufschließen und beieinander bleiben! Vorsicht! Ich hab gesagt, ihr sollt aufpassen und nicht zu nah an den Sumpf ranfahren! Los, los! Keine Müdigkeit, aufschließen! Frank! Frank! Komm schnell da hinten! Die Iren sind in den Streik getreten und haben 10 Wagen mitgenommen! Ach, hier! Hier! Clayton, geh und rette den kostbaren Whisky. Greif mit deinen Leuten an. Bürgerwehr, in Viererreihen angetreten. Folgt mir. Jetzt ist passiert, was wir befürchtet haben. Die irischen Fuhrleute streiken und haben Wallingham 10 Wagen gestohlen, Sir. Wo ist denn Wallingham? Der hat die Bürgerwehr antreten lassen. Er will Gewalt anwenden. Deswegen habe ich ein paar Leute zwischen die Arbeiter und die Damen postiert, Sir. Die Damen? Was haben die damit zu tun? Sie befürworten den Streik, Sir. Was? Es ist möglich, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt. Komm her, du verstockter irischer Demokrat, Kapitalist, Anarchist! Meine Damen, halten Sie die Stellung! Ach, da sind Sie ja endlich, Colonel. Also gut, bringen Sie jetzt diese verfluchte Sauerei in Ordnung. Also, was haben Sie und Ihre Damen diesmal vor? Wir beanspruchen nur unser Recht auf eine friedliche Versammlung, das uns die Verfassung der Staaten garantiert. Eine Verfassung, auf die Sie als Offizier einen Eid abgelegt haben, Colonel. O'Flaherty. Wir sind anständige Fuhrleute, Euer Lordschaft, und verlangen nur das demokratische Recht, die Arbeit zu verweigern. Ihr seid eine Bande von Faulenzern, weiter nichts. Ihr wollt auf meine Kosten abkochen, und das nennt ihr Demokratie. Ihr seid ein Haufen irischer Diebe, ihr habt meine Waren gestohlen, und ich verlange, dass der Colonel was dagegen unternimmt. Nur keine Aufregung, Mr. Wallingham. Ich sehe doch Ihre Wagen. Also sind sie nicht gestohlen. Aber so gut wie, zum Teufel nochmal. Ich muss Sie wieder daran erinnern, dass Damen anwesend sind. Das weiß ich, ich bin ja nicht blind, ich verlange aber, dass sie verschwinden. Tut mir leid, Mr. Wallingham. Offensichtlich geht es hier um eine Rechtsfrage. Und so schwer es mir fällt, ich muss zugeben, dass Mrs. Messingale und Mr. O'Flaherty das Recht auf ihrer Seite haben. Habe ich keine Rechte als Steuerzahler und guter Republikaner? Wir beschützen Ihre Wagen und Ihre Ladung. Aber nach der Armeevorschrift kann ich nicht... Ich habe jetzt genug von diesem Zinnsoldaten und seinem dummen Geschwätz. Los, haut diese verdammten Iren zusammen! Haut sie zusammen und schafft die Weiber weg! Lassen Sie in Stellung gehen, Slater. Gewalt wird mit Gewalt beantwortet, wenn es nötig sein sollte. Gruppe A und B... Zusammenschließen. Marsch! Gewehr!
Na los, Leute, haut zu, worauf achtet ihr noch? Ach, sei jetzt vernünftig, Frank. Wir können doch nicht gegen unsere eigene Armee kämpfen. Das macht keinen guten Eindruck. Na schön, Gerhard. Ich mache Sie persönlich für jeden Manöverwagen verantwortlich. Gut, ich übernehme die Verantwortung. Jule! Sir? Wir kampieren heute Abend hier. Ja, Sir. Dienstvorschrift 108, Sir. Ja, Sir. Meine Glückwünsche, Mrs. Messingale. Ein brillantes Manöver, einwandfrei ausgeführt. Danke, Colonel. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Sorgen Sie für Ordnung, Slater. Meine Damen, meine hochverehrte Mrs. Messingale, würden Sie mir gütigerweise sagen, was Sie mit all dem zu gewinnen hoffen? Zeit zum Beispiel. Aha, aber Sie können meine Wagen doch nicht für ewig lahmlegen. Das werden wir sehen. Darf ich mich erkundigen, was Sie als nächste Überraschung vorhaben? Wir werden nur weiter unsere Streikposten hier beziehen. Sonst haben wir keine Pläne. Abgesehen von der Versammlung im Indianerlager. Aha, was? Eine Versammlung. Eine Versammlung, Frank. Halten Sie die Stellung, meine Damen. Kommen Sie, Louise. Eine Versammlung im Indianerlager. Wo wir gehen, wo wir stehen, soll des Glaubens Fahne wehen. Halleluja! Wo wir gehen, wo wir stehen, wird das Leben rein und schön. Und ob auch Sturm und Pistol und dazu der Regen pfiff und dein Lebensschiff. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, es ist gut, ein Zeichen auf das Papier der Weißen Squad zu machen. Gut für den Frieden. Aha. Und wenn's die letzte Tat meines Lebens wäre, ich lasse diese verdammte Kapelle nach Alaska versetzen. Was machen die denn jetzt? Sie singen, Sir. Und die Indianer unterzeichnen das Gelübde. Das glaube ich nicht. Soweit ich es beurteilen kann, haben schon über 50 unterschrieben. Gehen Sie wieder zurück, Sergeant. Bringen Sie mir so einen Wisch. Ich will es sehen. Wie soll ich das machen, Sir? Ja, Sir. Werden Sie mit den Übrigen allein fertig, Louise? Sie können sich auf mich verlassen, Mrs. Messing. Schön, dann gehe ich jetzt und besorge die Ausrüstung für Gruppe B. Alles Gute, Cora. Danke. Hier ist eins, Sir. Sie haben nur verrückte Zeichen draufgemalt, aber alle sind verschieden. Diese Person. Wie viele sind's? Jetzt 82, Sir. 82? Gehen Sie wieder hin, Buell. Ja, Sir. Und sagen Sie Slater, er soll auf Flankendeckung achten. Ja, Sir. Meißel? Axt? Hammer? Wo steckt diese verdammte Messingale? Was ist mit ihr passiert? Ach, die ist irgendwo da unten, Frank, und vergewaltigt die armen, unwissenden Indianer. Dagegen müsste es ein Gesetz geben. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas müsste es gegen die geben. Ich traue dem Weib nicht. Ja, aber der muss mal eben ganz schön auf Draht sein, Frank.
Der Häuptling hat gesagt, dass der Friede vorbei ist, Sir. Was ist los, Sergeant? Was ist denn passiert? Die Indianer haben die Frauen gefangen genommen. Was? Es geschah ganz plötzlich, Sir. Eben hatten sie noch die Gelübde unterschrieben. Warum hat dieser idiotische Slater nichts dagegen unternommen? Was das Benehmen von Captain Slater angeht, so muss ich fairerweise sagen, Sir, wenn die Damen nicht mit dem Singen angefangen hätten und mit all dem anderen... Blödsinn. Sir, die Indianer haben meine Männer entwaffnet und haben die Frauen gefangen. Ich weiß, was sie getan haben, Slater. Ja, Sir, aber es ging so schnell und sie waren in solcher Überzahl, dass ich nichts tun konnte. Sergeant? Sir. Lassen Sie Alarm geben. Wecken Sie das Lager. Bereiten Sie alles für den Angriff vor. Aber, Sir, jeder unüberlegte Schritt kann das Leben der Frauen ernstlich in Gefahr bringen. Verdammt nochmal, ich kann doch nicht hier stehen bleiben und die Daumen drehen. Verzeihung, Sir, ich finde, der Sergeant hat recht. Ein Angriff wäre wahrscheinlich in diesem Augenblick sehr unangebracht. Sir. Was will der hier? Er ist ein Symbol für Ihren guten Willen. Guten Willen? Sie wollen mit uns verhandeln. Verhandeln? 20 Wagenladungen Whisky im Tausch gegen die Frauen. 20 Wagenladungen? Ja, Sir. Sehen Sie, die Indianer... Kann er uns verstehen? Kein Wort, Sir. Bei 20 Wagen kommen ungefähr 3/7 Frauen auf einen Wagen. Ich glaube, das war die Forderung. Aber vielleicht war der Dolmetscher ein bisschen verwirrt und... ja, Sir? Ich habe jetzt nur noch eine Möglichkeit. Wie wäre es, Sir? Im Lager wird das Kriegsrecht erklärt. Das können Sie nicht machen. Das wäre ja noch schöner. Ein größenwahnsinniger Colonel kann doch nicht einfach das Kriegsrecht erklären. Wenn Sie nicht den Mund halten, Mr. Wallingham, dann lasse ich Sie auf der Stelle festnehmen. Aber ich bitte Sie, seien Sie vernünftig. Dieser Zank und Streit führt zu nichts. Eine militärische Aktion gegen die Indianer können Sie oder wollen Sie nicht unternehmen. Und Verhandlungen mit ihnen können Sie oder wollen Sie auch nicht führen. Also bleibt uns nur noch eine Möglichkeit übrig. Wir müssen den Indianern nachgeben und ihnen den Whisky ausliefern, ohne Verzögerung. Whisky für die Indianer? Das ist verboten durch die Armeevorschrift, die Ihrem Herzen ja so teuer ist, Mrs. Messingale. Sicher, aber die Indianer trinken ja den Whisky nicht. Wer will Sie denn davon abhalten, den Whisky zu trinken, Madam? Sehr richtig. Sie haben ein Gelübde abgelegt. Ich habe 100 Unterschriften gesammelt, mit der Unterschrift von Häuptling Fünffässer an der Spitze. Das hier ist sein Zeichen. Ja, ja, das stimmt, Sir. Also bitte, bekommen Sie den Whisky, Colonel? Das ist nicht sein Whisky, das ist meiner. Und Sie werden keinen Tropfen davon anrühren. Hör doch mal zu. In diesem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als sämtliche Whiskyfässer sofort zu zerstören. Das ist doch nur Bluff. Ach, meinen Sie? In jedem dieser Wagen da ist eine von meinen Damen versteckt und wartet darauf, dass ich ihr den Befehl gebe, die Fässer mit diesem widerlichen Inhalt zu zerschlagen. Madam, das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Achtung, Damen der Gruppe B, tretet vor! Vorsicht, Frank, mit der ist nicht zu spaßen. Als Signal zum Losschlagen war ausgemacht, dass ich eine Hymne singe. Aber das ist nicht nötig. Ich sage Ihnen einfach, dass Sie anfangen sollen. Das werden Sie nicht tun. Es ist soweit, meine Damen von Gruppe B. Zerschlagen Sie die Whiskyfässer. Nein, warten Sie! Gruppe B, bitte warten. Wenn die ein Fass zerschlagen, nur ein Fass, dann reiße ich Ihnen höchstpersönlich das Lametta von Ihrer Hühnerbrust. Verlassen Sie sich drauf. Ich bin Steuerzahler und ein guter Wenn Republikaner. Wenn Sie das noch einmal sagen, Mr. Wallingham, dann sind Sie ein guter republikanischer Krankenhauspatient. Sie drohen mir? Setzen Sie sich. Hast du das gehört? Setz dich. Frechheit. Komm, Frank, setz dich hin. Und halten Sie den Mund. Mrs. Messingale, setzen Sie sich. Setzen Sie sich! Und bleiben Sie sitzen! Damen der Gruppe B, klettern Sie aus den Wagen raus! Sofort! Schreiben Sie mit, Sergeant. Ja, Sir. Die Armee der Vereinigten Staaten beschlagnahmt hier mit 20 Wagen des Wallingham-Tracks. Ah, das ist deutlich. Hast du das gehört? Beschlagnahme von Privateigentum. In diesem Fall muss mir alles ersetzt werden. Nur weiter. Erklären Sie das Kriegsrecht. Das Kriegsrecht wird per Tagesanbruch in Kraft treten. Nein, es wird sofort in Kraft treten. Sie brauchen mir darüber nichts zu erzählen. Slater. Ja, Sir. Bringen Sie dieses Symbol des guten Willens zu Häuptling Fünffässer zurück. Und noch was.
Drücken Sie den Preis. Buell? Sir? Die Konferenz ist beendet. Schert euch hier weg! Los, schert euch hier weg, ihr verdammten Furien! Runter von meinem Eigentum! Los, raus aus meinem Bett! Los, verschwindet! Raus aus meinem Magen! Scher dich raus! Hab ich mir doch gedacht, dass du das warst. Hey, hey, du hast mich reingeritten, du versoffener Hellseher. Und ich hol dich auch wieder raus, Frank. Ich hab schon alles vorbereitet. Ich hab alles fertig, bis auf eine Kleinigkeit. Und die will ich jetzt gleich erledigen. Mach dir keine Sorgen, Frank. Hab Vertrauen zu deinem alten Orakel. Weißt du, ich und mein Billy, wir werden alles in Ordnung bringen. Komm, Billy. Komm, mein Junge, mach deine Sache gut. Lassen Sie mich in Ruhe. Madam, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, aber was es auch ist, ich will nichts davon hören. Ich bin nur gekommen, weil ich Ihnen sagen wollte, dass mir mein Benehmen leid tut. Danke, gute Nacht. Colonel, stellen Sie sich vor, was passiert, wenn bekannt wird, dass Sie den Indianern 20 Wagen Whisky gegeben haben. Ist Ihnen das klar? Es ist mir klar. 20 Wagen, die Sie einem Mann wegnehmen, der Steuerzahler und guter Republikaner ist. Fangen Sie nicht auch damit an, sonst gehen meine Nerven mit mir durch. Ach nein, schon wieder diese Strenge. Lassen Sie mich bitte... Gehen Sie von meinen Strengen weg. Sie müssen sich völlig entspannen und das Blut zirkulieren. Mein Blut zirkuliert auch ohne Sie. Mrs. Messinger, ich weiß nicht, was Sie für morgen vorhaben, aber nach meinen Erfahrungen empfehle ich Ihnen, etwas zu ruhen. Nach allem, was ich Ihnen zugefügt habe, finde ich keine Ruhe. Versuchen Sie's! Meine Selbstsucht, meine Widerspenstigkeit, meine Dummheit sind schuld daran. Ich hätte auf Sie hören sollen. Ja, da muss ich Ihnen völlig recht geben. Durch mich sind Sie in dieser furchtbaren Lage. Ja, aber Tränen können auch nichts helfen. Mrs. Messingale. Mrs. Messingale. Warum sehen Sie mich so entsetzt an? Plato, Augustus, Alexander, sogar George Washington haben gelegentlich geistige Getränke in kleinen Mengen zu sich genommen. Ein beschränkter Alkoholgenuss ist nicht zu verurteilen bei seelischen Anspannungen. Ihre ganze Karriere ist ruiniert. Naja, ich bekomme vermutlich einen Rüffel. Ein Rüffel? Man wird Sie ans Kreuz schlagen. Die Presse, die Öffentlichkeit, das Kriegsministerium. Horace Greeley. Oh. Hm.
Wenn ich damit das Leben so vieler guter amerikanischer Frauen retten kann, dann will ich meine Karriere gerne opfern. Und was bedeutet sie schon? Nur 19 Jahre im Frontdienst. Mit Grant bei Vicksburg, mit Thomas bei Nashville, 17 Feldzüge gegen die Indianer von Laramie bis Fort Hall. Und in einem Jahr hätte ich $281.25 im Monat. Pension. Sergeant Buell hätte $27.50 im Monat. Jeden Monat. 19 Jahre. Und in all der Zeit habe ich nicht einmal, nicht ein einziges Mal einen Menschen getroffen wie... Wie mich? Naja, ich werde eben aus der Armee austreten. Was bleibt mir übrig? Aber Sie haben doch wenigstens noch Ihren geliebten Westen. Ich hasse den Westen. Das auch noch? Staub, Wind und Indianer. Meine Dickköpfigkeit, meine Dummheit, meine Selbstsucht. Na schon gut, Cora, Mrs. Messingale. Wenn ich nur auf Sie gehört hätte. Nur einmal. Langsam, Mrs. Messingale, Cora. Glauben Sie, dass Sie mir jemals verzeihen können, Thaddeus? Wissen Sie, ich... Ich könnte es versuchen. Cora, könnten wir nicht alles vergessen? Ich meine, könnten wir nicht die ganze Geschichte vergessen? Cora. Cora, ich... Augenblick, Slater. Kommen Sie rein, Slater. Ich habe eine Meldung zu machen, Sir. Lauf, wir ziehen nach Denver. Kein Wein gibt's und... Kein Irgendjemand singt. Reden Sie. Der Häuptling hat gesagt, er verlangt 15 Wagen. Ich habe ihm 8 geboten und er sagte 13. Ich glaube, so viel waren es. Die Verständigung ist sehr schwierig, Sir. Haben Sie sich mit ihm geeinigt? Ja, Sir. Auf 10 Wagen mit Whisky. 10 Wagen? Für alle Frauen. Das haben Sie gut gemacht. Vielen Dank, Sir. Weswegen ist er wieder hier? Aus dem gleichen Grund wie vorhin, als Symbol Ihres guten Willens. Sind Sie sicher, dass er nichts verstehen kann? Kein Wort, Sir. In Ordnung, Slater. Ja, Sir. Die Indianer haben den Wunsch, dass Mrs. Messingale bei dem Tausch zugegen ist. Wozu denn? Als Symbol unseres guten Willens. Sagen Sie, Häuptling Fünffässer, dass ich mich freue, meine tapferen Damen wiederzusehen. Ja, Madam. Ich werde alles für den Tausch vorbereiten, Sir. Gute Nacht, Slater. Er ist für morgen früh vorgesehen. Ich finde es einfach wundervoll. 10 Wagen. Das sind genau die 10 Wagen, die von den irischen Fuhrleuten beschlagnahmt worden sind. Jetzt brauchen Sie keinen Wagen von Mr. Fullingham zu beschlagnahmen. Ja, jetzt ist aber Schluss. Es wird morgen ein langer Tag, Cora. Sie müssen sich ausruhen. Ich bringe Sie zu Ihrem Zelt. Oh, ich finde mich schon allein zurecht. Ja, wirklich? Ach, Thaddeus, Sie sind schrecklich nett und großzügig und so tapfer. Ich bewundere Sie. Gute Nacht, Thaddeus. Wohl auf, wir ziehen nach Denver. Kein Wein gibt's unter mir. Wohl auf, wir ziehen nach Denver. Kein Wein gibt's unter mir. Wir retten jetzt noch eine Seele. Halleluja. Frank! Frank! Es ist alles fertig. Was? Frank, hör mir jetzt mal gut zu. Es ist wichtig. Wirklich, Frank. Hey, Frank. Du bist ja besoffen.
Jetzt hörst du mir mal zu. Wenn du mit deinem ganzen Wagendreck von hier wegkämst, wenn du über den Fluss rüberkämst, wenn dir kein Mensch folgen könnte, keine Indianer, keine Weiber, keine Soldaten, würdest du dann losziehen, Frank? Wie denn? Also pass auf. Du musst die 10 Wagen für den Tausch einfach abschreiben, Frank. Na, und dann schön. Machen wir Folgendes. Wir nehmen alle übrigen Wagen und fahren mitten durch die Treibsandsäule. Halt. Kein Mensch wird uns sehen können. Halt. Und dann überqueren wir den Fluss Halt's und dann Maul. Fahren wir... Halt's Maul, verdammt noch mal. Kein Mensch kann durch die Treibsandsümpfe fahren. Er sinkt wir ein. Es gibt einen Weg, Frank. Frank! Ich hab ihn vor 5 Jahren gefunden. Eine Bande von skalphungrigen Indianern hat mich damals direkt in die Sümpfe gejagt. Ich habe genau gewusst, dass die mich in der Nacht erwischen würden. Die kannten die Gegend nämlich. Da habe ich meinem Billy einfach die Zügel locker gelassen und er ist losgelaufen und nicht einmal daneben getreten. Und genauso war es auch heute Nacht. Er hat mich sicher rübergetragen. Ich habe einen Weg abgesteckt, Frank, quer durch die Sümpfe mit meinem roten Flanellunterzeug. Wir können ihn nicht verfehlen. Und morgen nehmen wir alle Wagen, die wir kriegen können, und fahren quer durch die verdammten Sümpfe und ziehen die Stöcke hinter uns wieder raus. Die anderen werden überhaupt nicht wissen, wohin wir so plötzlich verschwunden sind. Und wenn wir gut rübergekommen sind, dann haben wir eine glatte Fahrt nach Denver, über flaches, offenes Land. Dann wird uns niemand mehr einholen können. Halleluja! 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 Leise! Aber du hast recht, ich möchte auch brüllen. Ganz laut. Halleluja! Halleluja! Hier ist einer. Und da ist einer. Und da. Und da ist noch einer. Was soll denn das bedeuten? Das weiß ich nicht. Aber kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Es sieht aus wie Mr. Jones' Unterwäsche. Sie ist es. Wirklich? Wissen Sie das genau? Die Damen haben es bestätigt. Er trägt nämlich dieses rote Zeug im Augenblick nicht. Er hat es in Fetzen gerissen, an diese Stöcke gebunden und über das ganze Sumpfgebiet verteilt. Wo ist Gruppe C? Mrs. Messingale, haben Sie eine Idee, was das bedeuten könnte? Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, was wir damit machen. Was denn? Wir versetzen sie. Meine Damen, Sie übernehmen diese Seite und Sie diese. Das ist das Signal. Alle Wagen sind fertig zum Austausch. Zug A und B in Stellung, Sir. Gehen Sie runter, Buell. Schicken Sie Mrs. Messingale zum Treffpunkt. Ja, Sir. Hey. Mrs. Messingale! Oh, oh, oh. Bitte entschuldigen Sie, Mrs. Messingale. Was ist denn? Ich bin sehr in Eile, Mr. O'Flirt. Aber es geht um die 10 Wagen, Madam. Was ist denn mit den Wagen los? Nichts, Madam, aber es ist kein Whisky drin. Kein Whisky drin? Nein, Madam, in den Wagen ist französischer Champagner. In allen. Kennen Sie französischen Champagner, Madame? Natürlich. Ich habe auf meiner zweiten Hochzeitsreise in Paris ein Glas getrunken. Der ist aber wahrscheinlich kalt gewesen, Madame. Die Flaschen da drin sind warm. Und wenn man eine Flasche Champagner aufmacht, die warm ist und die beim Fahren auch noch durchgeschüttelt worden ist, dann geht's... Sie meinen, die explodiert? Ja, die explodiert wie eine Kanone, Kaliber 58. Wir müssen mit den Champagnerflaschen umgehen, wie mit Dynamit. Dafür sind wir irischen Fuhrleute angeheuert worden. Das ist unsere Spezialität. Was glauben Sie, was passiert, wenn die Wilden mit den Wagen drauf losfahren? Was wird dann der Champagner machen, hä? Er explodiert. Richtig. Ich wollte nur, dass das jemand weiß. Haben Sie Colonel Gerhardt etwas davon gesagt? Nein, Madame, vor dem habe ich Manschetten. Wo bleiben Sie denn, Mrs. Messingale? Alles wartet auf Sie. Oh, das tut mir leid, Sergeant. Entschuldigen Sie mich. Mrs. Messingale, wir haben ein kleines Problem. Häuptling Fünffässer möchte den ersten Wagen fahren. Sein Schwager soll den zweiten Wagen fahren und sein zweiter Schwager den dritten Wagen und Elchläufer den vierten Wagen. Dadurch ist bei den Indianern kein Verantwortlicher mehr da, der... Ich bin da. Was denn, du? Du sprichst unsere Zunge? Komm mal, Rücken gerade Zunge. Ich Verantwortung. Ich trinke später.
Also schön, wir sind damit einverstanden. Aber nur unter der Bedingung, dass ich die ganze Zeit am Austauschplatz bleiben darf. Ich bleibe hier die ganze Zeit über. Gut. Ein Augenblick bitte, Captain. Tja. Mrs. Messingale, ich werde mir nie verzeihen, dass ich versagt habe. 10 Wagenladungen Whisky für die Indianer. Damit ist der Kreuzzug misslungen. Nein, nicht ganz. Was? Geben Sie mir bitte eine Hutnadel. Eine Hutnadel? Wozu? Wir werden unser Ziel noch erreichen, Louise. Mut, meine Damen. Die ersten drei Damen bitte vortreten. Es geht los, Sir. Drei Damen treten vor und... Sir! Was ist denn los? Diese Mrs. Messingale fährt gerade zum Austauschplatz. Was macht denn dieses alberne Symbol des guten Willens bei ihr? Das weiß ich nicht, Sir. Befehl für den ersten Wagen. Erster Wagen, los! Rast er denn weg wie ein Wahnsinniger? Befehl für den zweiten Wagen. Wagen 2, los! Gehen Sie, meine Damen! Wagen 2, los! Die nächsten drei Damen bitte vortreten. Sagen Sie Bescheid, Sie sollen nicht so rasen. Die Gespanne sind sonst nicht zu halten. Die Indianer sollen mit den Wagen nicht so wegrasen! Befehl für Wagen 3. Wagen 3, los! Los! Die nächsten drei Damen vortreten! Ja, ja, mach, dass du wegkommst. Los, los! Ja, ja, aufsteigen! Die Wagen langsam anfahren. Nein, nicht die Wagen, die anderen. Haltet die Gespanne fest, zum Teufel. Was sagst du? Halt! Sag den verdammten Indianern, sie sollen nicht einfach drauf losfahren. Wagen 4, los! Die nächsten drei Damen vortreten. Haltet die Pferde zurück! Haltet die Gespanne zurück! Halt! Haltet die Wagen an! Haltet die Wagen an! Haltet die Wagen an! Ein Alter! Wagen an
Vorwärts! Schwadron, halt! Immer auf die Markierung auf. Bleibt auf dem abgesteckten Weg. Richtet euch nach den roten Fetzen. Passt auf die Markierung auf. Bleibt auf dem abgesteckten Weg, da kann euch nichts passieren! Halt! Halt! Nein! Nicht da rein! Vorwärts! Los! Frank! Pass auf, Frank! Griff! Komm her und hol mich aus dem verdammten Dreck raus! Hilf mir auf die Beine! Hol die Pferde raus! Los, komm schon! Nun mach schon vorwärts! Bring sie raus! Was sagst du?
Erzählen Sie dem Colonel, dass die Indianer auf uns schießen. Feuer erwidern! Erwischt, Colonel! Unverschämter Kerl! Sir! Sir, die Indianer schwenken eine weiße Fahne! Das ist Mrs. Messingales Unterrock! Attacke! Thaddeus! Sie! Wir jetzt reiten nach Hause. Du sprichst unsere Sprache? Komm mal, Rücken, gerade Zunge. Wir jetzt reiten wieder auf Büffeljagd. Wir friedliche Indianer wollen keine Geschenke. Jagt den Büffel in Frieden. Denkt an eure Frauen und nicht an Whisky. Geht in Frieden wieder nach Hause. Aber haut jetzt ab! Hey! Hey! Riff!
los, macht schon. Wirf mir das Salz zu. Seil ist immer gut. Halt dich fest, Frank, ich komm schon. Ich helf dir. Ich lasse dich nicht im Stich, Frank. Ich bin gleich da. Mach das Seil an dem Baum fest. Lass das Seil nicht so hängen, Jungs. Zieht an, verdammt nochmal. Los, zieht an. Na, zieht doch schon an, Jungs. Los! Die Kavallerie eskortierte die Ex-Abstinenzlerinnen wieder zurück nach Vorrassel, zu ihren hungrigen Männern und Kindern. Ach, die armen Gleichberechtigten. Es verging einige Zeit, bevor die Indianer wieder in der Lage waren, ihre übliche stolze Haltung zu zeigen. Naja, es war ja auch ein bisschen viel auf nüchternen Magen. Die Heldentaten dieser Krieger wurden zu einer Stammeslegende, die von Generation zu Generation weitervererbt wurde. Nur mit kleinen Ausschmückungen natürlich. Aus 200 Flaschen wurden 600 und ich habe neulich sogar in einem Wigwam gehört, dass damals das Wort Sektbombe erfunden wurde. Die Bürgerwehr von Denver löste sich auf und marschierte nie wieder. Sehr vernünftig. Der Streik der irischen Fuhrleute war ein Reinfall und führte zu nichts. Naja, damals. Und die Wallingham Transportgesellschaft machte Bankrott, da sie keine sichtbaren Aktivposten mehr besaß. Sichtbar ist gut. Weißt du, Frank, ein paar Indianer haben mir mal erzählt, ich weiß allerdings nicht, ob's wahr ist, dass ein Cheyenne-Krieger mal mit seinem Pferd hier drin versunken ist. Und eines Tages kamen sie plötzlich wieder zum Vorschein und sahen genauso aus, als ob sie noch am Leben wären. Sie waren natürlich tot. Aber sie waren rausgekommen. Man konnte sie packen. Es würde sich vielleicht lohnen, wenn wir hier waren. Frank? Frank? Da, siehst du? Da. So endete die große Katastrophe in den Treibsandsümpfen. Mrs. Cora Messingale beschloss, ihre Enthaltsamkeit aufzugeben. In jeder Beziehung, wie man sieht. Doppelt hält besser. Ja, ist ja auch billiger. Ehe, wem Ehe gebührt. Mr. Jones und Mr. Wallingham beantragten die Zuweisung einer Landfläche, die das ganze Gebiet der Treibsandsümpfe umfasste. Also wenn die jetzt noch Öl finden, dann kommt mir die ganze Sache etwas amerikanisch vor. Was ist? Frank! Frank! Zieh noch, Frank! Zieh! Vorsicht! Pass auf, dass es nicht nass wird! Orgel! Orgel! Da! Da! Sieh mal, Orgel! Da! Das reicht für uns beide! Ja.
Gloria, Halleluja! 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 Tatsächlich tauchten von Zeit zu Zeit Whiskyfässer aus dem Sumpf auf. Von da an saßen die beiden nie mehr auf dem Trockenen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann trinken sie auch heute noch. Entgegen allen Voraussagen über dicke Felle und fleißige Biber wurde der Winter von 1867 der trockenste und wärmste seit Menschengedenken. Das ist egal. Hast du Whisky vor dem Haus, macht der Winter dir nichts aus. Ende. Ich sag, wenn sie Frage nach Westen ziehen, Halleluja, aus. Die Bahn voll beladen mit Schnaps und Gin, Halleluja, aus. Im Durst soll ja schlimmer als Heimweh sein, Halleluja, aus. Sie kamen die Menschen vom Durst befreien, Halleluja, aus.
Funambul? Ich muss erst mal zu Atem kommen, Sir. Das hat mich umgeschmissen, Sir. Haben Sie gehört, was dieses Weib gesagt hat, Sir? Ja, leider. Aber, Sir... Was soll ich denn machen? Ja, aber das können wir doch nicht zulassen, Sir. Ein Marsch nach Denver durch dieses Land ohne Eskorte, ohne männlichen Schutz. Was ist, wenn Sie auf eine Bande blutdürstiger Indianer stoßen? Dann können wir nur noch beten für die Indianer. Kann die Armee eine Eskorte verweigern, Sir? Von jetzt an wird die Armee das tun, was ich ihr sage. Was wollen Sie unternehmen, Sir? Miss Gerd. Guten Morgen, Sergeant Buell. Luise, ich bitte dich, geh weg. Davon wird dir besser werden, Vater. Schöne heiße Milch. Oh. Warum rast du denn weg wie ein Wahnsinniger? Befehl für den zweiten Wagen. Wagen 2, los! Gehen Sie, meine Damen! Wagen 2, los! Die nächsten drei Damen bitte vortreten. Sagen Sie Bescheid, Sie sollen nicht so rasen. Die Gespanne sind sonst nicht zu halten. Die Indianer sollen mit den Wagen nicht so wegrasen! Für Wagen 3. Wagen 3, los! Los! Die nächsten drei Damen vortreten! Ja, ja, mach, dass du wegkommst. Los, los! Ja, ja, aufsteigen! Die Wagen langsam anfahren. Nein, nicht die Wagen, die anderen. Haltet die Gespanne fest, zum Teufel! Was sagst du? Halt! Sag den verdammten Indianern, sie sollen nicht einfach drauf losfahren. Wagen 4, los! Die nächsten drei Damen vortreten. Haltet die Pferde zurück! Haltet die Gespanne zurück! Halt! Haltet die Wagen an! Haltet die Wagen an! Haltet die Wagen an!
dauert über eine Woche. Ich habe Louise versprochen, dass... Ich weiß, sie wird heulen, aber sagen Sie ihr, Dienst ist Dienst und Bärenfell ist Bärenfell. Ja, Sir. Der Dienst ist kein Bärenfell, es stimmt. Ja, Sir. Danke. Gute Nacht. Colonel Gerhardt? Colonel? Colonel? Ich möchte Sie nicht in Ihrem Privatleben stören, Colonel, aber es handelt sich um etwas sehr Wichtiges. Ich nehme gerade ein Bad. Na und? Eine Frau, die zweimal verwitwet ist, hat sich an den Anblick eines Mannes in der Badewanne gewöhnt. Wahrscheinlich. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Was ich zu sagen habe, lässt sich am besten im Stehen sagen. Sie erlauben, dass ich sitzen bleibe? Ausnahmsweise, Colonel. Mrs. Messingale, ich habe Captain Slater bereits gesagt, dass ich ihn nicht verantwortlich mache, weil er noch so unerfahren ist. Und was Sie betrifft, so habe ich den Vorfall schon zu den Akten gelegt. Sie können also ohne... Deswegen bin ich nicht hier, Colonel. Ich habe gerade ein Telegramm aus Julesburg bekommen, das mich zutiefst bekümmert. Ein großer Treck von 40 Wagen befindet sich auf dem Weg von Julesburg nach Denver und Sie sollen eine Eskorte stellen, die diesen Treck begleitet. Stimmt diese Information? Ja, ich habe eine entsprechende Anforderung erhalten. Wissen Sie zufällig, Colonel, dass die Ladung dieser 40 Wagen aus Alkohol besteht? Nein, Madam. Jetzt wissen Sie es. Mhm. Und jetzt sagen Sie mir, werden Sie diesen Treck eskortieren? Ja, Madam. Oh, ich bitte Sie von Herzen, noch einmal darüber nachzudenken, Colonel. Im Namen der leidenden Menschheit beschwöre ich Sie, diesen Wagenzug anzuhalten und dieses furchtbare Gift zu vernichten. Was Sie verlangen, ist unmöglich. Die Ladung ist legal. Ich habe keinen Grund und auch nicht den Wunsch, Privateigentum zu vernichten. Gute Nacht, Madam. Überlassen Sie mich meinem Bad. Ist es legal, den Indianern Whisky zu verkaufen? Wer hat was von Indianern gesagt? Die Ladung geht nach Denver. Sie ist von dort aus bestellt worden. Von wem haben Sie das gehört? Von dem Eigentümer der Fracht. Von Mr. Frank Wallingham, der zufällig ein Bekannter von mir ist. Ein guter Steuerzahler und ein guter Republikaner. Bitte, Sie wollen nicht nachgeben. Dann muss ich eben die Sache in die Hand nehmen. Unsere Bewegung hat viele Freunde in einflussreichen Stellungen. Freunde wie Horace Greeley. Ist das eine Drohung? Sie können es so ansehen. Setzen Sie morgen früh ein paar Kundschafter auf die Vierte der Frauen, Buell. Sie müssen in ständiger Verbindung mit unserer Abteilung bleiben. Wir rücken sozusagen parallel vor. Ja, Sir. Verzeihung, Sir. Parallel vor? Ist das eine neue Taktik? Sie ist mir nicht bekannt. Sie war den alten Römern schon bekannt. Ja, Sir, natürlich. Wie heißt sie denn, Sir? Wie sie heißt? Ich meine, welchen Befehl soll ich geben? Immer parallel zu den Damen vorrücken, Sir? Sie heißt, losen Kontakt halten. Losen Kontakt halten? Lassen Sie das auch so ins Dienstbuch eintragen, verstanden? Ja, Sir. Es gibt keine Dokumente, aus denen hervorgeht, wie die Sioux den Überfall geplant hatten. Och, das macht doch nichts. Hören wir uns doch mal an, was die roten Kameraden ausbrüten. Was sagt er? Der weiße Mann hat den Krieg gewonnen. Jetzt wollen wir den Spieß umdrehen. Du, Häuptling Krummer Rücken, greifst mit 20 Kriegern die Spitze des Wagentrecks an und lockst die Wachen weg. Du, Häuptling Elchläufer, greifst mit 20 Kriegern das Ende des Wagentrecks an und lockst die Wachen weg. Der Rest greift die Mitte des Wagentrecks an. Wenn die Bleichgesichter unsere Krieger verfolgen, dann kommt der große Häuptling Fünf Fässer mit seinen beiden Schwägern von Südosten, umkreist den Wagentreck, erobert die letzten drei Wagen,
und jagt wie der Wind nach Westen. Morgen früh, wenn die Sonne über dem eisernen Berg zwei Hände hoch aufgegangen ist, greifen wir an. Wenn die Bleichgesichter Krieger gefangen nehmen, zeigt das Papier, das bescheinigt, dass wir gute Indianer sind. Dann geschieht euch nichts. Und ihr könnt in unsere Reservate zurückgehen. Aber bevor ihr geht, vergesst nicht, um Geschenke zu bitten. Die Schlawiner, Geschenke wollen sie auch noch. Bei der Vorbereitung für ihren Angriff bezogen die Indianer drei Stellungen. Hier, hier und hier. Der Wallingham-Track bewegte sich in dieser Richtung, begleitet von der ersten Kavalleriepatrouille. Die Damen, die auf ihrem Marsch nach Osten abgebogen waren, bewegten sich in dieser Richtung. Die zweite Kavalleriepatrouille unter Colonel Gerhardt hielt losen Kontakt zu ihnen. Also ich wäre eigentlich mehr für festen Kontakt. Die Bürgerwehr von Denver marschierte jetzt nach Norden. Halt! Hört mal zu, Leute! Wenn ihr mich fragt, ich find's hier nicht gemütlich, aber wer fragt mich schon? Hab ich mir doch gedacht, dass du das warst. Du hast mich reingeritten, du versoffener Hellseher. Und ich hol dich auch wieder raus, Frank. Ich hab schon alles vorbereitet. Ich hab alles fertig, bis auf eine Kleinigkeit. Und die will ich jetzt gleich erledigen. Mach dir keine Sorgen, Frank. Hab Vertrauen zu deinem alten Orakel. Weißt du, ich und mein Billy, wir werden alles in Ordnung bringen. Komm, Billy. Komm, mein Junge, mach deine Sache gut.
Lassen Sie mich in Ruhe. Madame, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, aber was es auch ist, ich will nichts davon hören. Ich bin nur gekommen, weil ich Ihnen sagen wollte, dass mir mein Benehmen leid tut. Danke, gute Nacht. Colonel, stellen Sie sich vor, was passiert, wenn bekannt wird, dass Sie den Indianern 20 Wagen Whisky gegeben haben. Ist Ihnen das klar? Es ist mir klar. 20 Wagen, die Sie einem Mann wegnehmen, der Steuerzahler und guter Republikaner ist. Fangen Sie nicht auch damit an, sonst gehen meine Nerven mit mir durch. Ach nein, schon wieder diese Strenge. Lassen Sie mich bitte... Gehen Sie von meinen Strengen weg. Sie müssen sich völlig entspannen und das Blut zirkulieren. Mein Blut zirkuliert auch ohne Sie. Mrs. Messinger, ich weiß nicht, was Sie für morgen vorhaben, aber nach meinen Erfahrungen empfehle ich Ihnen, etwas zu ruhen. Nach allem, was ich Ihnen zugefügt habe, finde ich keine Ruhe. Versuchen Sie's! Meine Selbstsucht, meine Widerspenstigkeit, meine Dummheit sind schuld daran. Ich hätte auf Sie hören sollen. Ja, da muss ich Ihnen völlig recht geben. Durch mich sind Sie in dieser furchtbaren Lage. Ja, aber Tränen können auch nichts helfen. Was? Geben Sie mir bitte eine Hutnadel. Eine Hutnadel? Wozu? Wir werden unser Ziel noch erreichen, Louise. Mut, meine Damen! Die ersten drei Damen bitte vortreten. Es geht los, Sir. Drei Damen treten vor und... Sir! Sir! Was ist denn los? Diese Mrs. Messingale fährt gerade zum Austauschplatz. Was macht denn dieses alberne Symbol des guten Willens bei ihr? Das weiß ich nicht, Sir. Befehl für den ersten Wagen. Erster Wagen, los! Rast denn weg wie ein Wahnsinniger. Befehl für den zweiten Wagen. Wagen 2, los! Gehen Sie, meine Damen! Wagen 2, los! Die nächsten drei Damen bitte vortreten. Sagen Sie Bescheid, Sie sollen nicht so rasen. Die Gespanne sind sonst nicht zu halten. Die Indianer sollen mit den Wagen nicht so wegrasen! Für Wagen 3. Wagen 3, los! Los! Die nächsten drei Damen vortreten! Ja, ja, mach, dass du wegkommst. Los, los! Ja, ja, aufsteigen! Wie gesagt, wir haben in Frieden Büffel gejagt und hatten nichts Böses im Sinn. Simps! Ja, Sir. Sie stehen unter Arrest.
Ja, Sir. Und wenn ich mich weigere, Ihnen Geschenke zu geben? Dann werden Sie nicht weggehen, Sir. Ist ja großartig. Fragen Sie, was Sie haben wollen. In Tranchkal Dankuyachi. Miniwakawachi, Germany Newport. Der Häuptling sagt, er verlangt 20 Wagen voller Miniwakal, verrücktes Wasser. 20 Wagen Ladungen Whisky? Dieser Häuptling scheint ein Säufer zu sein, habe ich das Gefühl. Ach, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Die Armee der Vereinigten Staaten lässt sich nicht erpressen, sagen Sie ihm das. Er soll seine Meute zusammenpacken und dahin verschwinden, wo er hergekommen ist. Ich werde es ihm sagen. Weißer Häuptling, Indianerhäuptling, treffen sich als Freunde und trennen sich als Freunde. Kein verrücktes Wasser, kein Whisky. Geht nach Hause in Frieden. Aber geht nach Hause. Sergeant? Ja, Sir. Schön locker bleiben und entspannt. Der Marsch nach Denver ist unmöglich. Wissen Sie hier, genau an dieser Stelle, Colonel, treffen sich viele Stränge. Muskelstränge und Bänder. Und darunter liegt ein Nervengeflecht wie aus feinen Seidenfäden. In diesem Gebiet gibt es Indianer und Klapperschlangen und... All das läuft hier zusammen, hier, wo das Zentrum der Schmerzen liegt. Überlegen Sie doch mal, dass ich in meiner Stellung... Ach, das tut gut. Das ist der Schlüsselpunkt. Und jetzt streichen wir ganz vorsichtig abwärts und dann wieder aufwärts und dann wieder abwärts. Jetzt fangen Sie an, sich zu entspannen. Ich spüre es in meinen Fingerspitzen. Ich wollte, ich könnte Ihnen helfen, aber die Armeevorschriften... Artikel 12, Abschnitt 26, Paragraph. So ist es schön. Entspannen. Entspannen. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen, meine Damen. Ah, stopp!
Was sind das für Leute am Tor? Nur ein paar Ehemänner, Sir. Nicht alle Damen sind ledig. Was wollen die denn hier? Die Damen haben ihnen die Wagen weggenommen. Darüber sind sie aufgebracht. Sie möchten, dass der Colonel etwas dagegen unternimmt? Sir? Ja? Sir, haben Sie wirklich die Absicht? Ich meine, soll die Eskorte wirklich... haben Sie wirklich die Absicht, das durchzuführen, Sir? Sie haben noch viel über die Kunst der Kriegsführung zu lernen. Ja? Ein einfacher Fall von Angriffsziel und Strategie. Angriffsziel ist, die verdammten Weiber loszuwerden. Und die Strategie, Buell? Sie nach Denver zu bringen. Aufsitzen, Buell, aufsitzen. Ja, Sir. Befehl zum Ausrücken. Unermesslich weit dehnte sich das unberührte Land. Das Gestein war aus der gärenden Finsternis der Erde ausgestoßen und von der Natur geformt worden. Eine Hochebene mit roten Sandsteinfelsen. Der wilde Westen. Wild ist gar kein Ausdruck. Ich würde sagen halbstark. Eine Prärie, die sich endlos dahin zog. Das Land der Pioniere. Mhm. Und der Geschäftemacher, würde ich sagen. Wie viele Träume lagen in diesem Land der Verheißung? Wollingham-Track. Hey! Hey! Umkehren! Umkehren!
Schwadron, halt! Hey, fragen wir Orakel Jones. Guten Abend, die Herrschaften. Orakel, wie wird der nächste Winter? Die Büffel fressen ganz besonders gierig. Die Biber sammeln Vorräte wie die Verrückten. Die Hunde und Pferde kriegen ein dickes Fell, so dick wie nie zuvor. Was noch? Hast du vielleicht sonst noch was gesehen? Ja, ich habe wieder ein Gesicht gehabt. Vor ungefähr 2 Tagen. Was denn? Was war's? Was hast du gesehen? Ja. Oh, besten Dank. Ich wollte mich gerade rasieren und da kam es plötzlicher über mich als sonst. Ich sah auf und da war es. Was denn? Schnee. Dichter, weißer Schnee. Ja, wir werden einen langen, harten Winter bekommen. Und wenn wir einen langen, harten Winter bekommen, dann wird es bitter für uns. Dann kommen keine Wagen durch, keine Lebensmittel. Und kein Whisky. Weißt du das genau? Ja. Es ist vor 2 Tagen über mich gekommen. Wir müssen einen Plan machen. Ja, ein Plan. Was für ein Plan? Lasst mich nachdenken. Oh, danke. Das ist es, jetzt sehe ich's. Ich sehe uns alle zusammenkommen. Ich sehe uns alle Whiskybestellungen zu einem großen Transport zusammenlegen, der für den ganzen Winter reicht. Ich sehe uns ein günstiges Abkommen treffen mit einer guten Firma. Danke. Zum Beispiel mit Frank Warnicam. Der soll uns den Schnaps für unsere Kneipen herschaffen, noch ehe der erste Schnee fällt. Ich sehe einen Wagentrick, einen großen Wagentrick, vollgeladen mit Whisky, der von Julesburg zu uns runterkommt. Ich sehe 20, 30, 40 Wagen voller Whisky. Sind Sie Mr. Hobbs? Ja, der bin ich. Haben Sie das gedruckt? Das habe ich, Sir. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Frank Wallingham. Ach so, guten Tag. Sie? Guten Abend, Colonel. Musikmeister, treten Sie vor. Sie stehen unter Arrest. Die ganze Kapelle steht unter Arrest. Sie bleibt bis auf Weiteres in ihrem Quartier. Wegtreten. Wer sind die Idioten, die die Kanonen abgefeuert haben? Sergeant Perkins. Kanonier McIntosh. Kanonier Johnson. Kanonier Williams. Sie melden sich morgen früh um 9 Uhr bei mir, Sergeant. Ja, Sir. Ready. Gewehre sichern! Fertig machen zum Absetzen! Sitz ab! Madam, Artikel 12, Paragraph 7, Abschnitt 2 der Armeevorschrift bestimmt ausdrücklich, dass Staatseigentum nicht für politische Demonstrationen verwendet werden darf. Richtig, aber wir haben unsere Bewegung nie als politisch bezeichnet. Artikel 9, Abschnitt 2, Paragraph 4 der Armeevorschrift stellt ausdrücklich fest, dass zivile Versammlungen innerhalb militärischer Anlagen abgehalten werden dürfen, wenn der kommandierende Offizier es gestattet. Der kommandierende Offizier? Interessant. Bitte verzeihen Sie, Madam, wir waren 6 Tage auf Patrouille. Ich bin etwas müde. Also Captain Slater, als mein Stellvertreter, hat Ihnen die Erlaubnis gegeben. Ja, Colonel. Brady, sorgen Sie dafür, dass hier sofort aufgeräumt wird. Ja, Sir. Meine Damen, wie ich sehe, haben Sie Wagen hier. Sie werden zur Stadt zurückbegleitet. Der Aufbruch findet in genau 5 Minuten statt.
Sie haben vermutlich hier ein Unterkommen gefunden. Ganz recht. Dann werden Sie sich jetzt auf Ihr Zimmer zurückziehen, Madam. Verbessern Sie die Welt bei einer anderen Gelegenheit. Guten Abend. Buell, Sir. Whisky vergiftet die Seele. Buell, holen Sie Captain Slater. Ja, Sir. Streck nördlich des South Platte River entlang. An der Spitze fuhr der Eigentümer der Fracht, Frank Wallingham, gefolgt von seinem Flaschenzug. Die meisten der Kutscher waren Irländer. Ihr Wortführer war ein gewisser Kevin O'Flaherty. Slaters Eskorte ritt südwärts auf den Wallingham-Track zu. Und eine Gruppe von Sioux-Kriegern war ebenfalls unterwegs, angeführt von dem großen Häuptling Fünf Fässer und seinem Unterhäuptling Krummer Rücken. Auch Himmelsauge genannt, wegen der blauen Farbe seiner Augen. Da war in seiner Ahnenreihe anscheinend mal jemand mit der Tür ins falsche Haus gefallen. Bitte, Vater, bitte sei vernünftig. Nein. Wenn Mrs. Messingale eine Abschiedsversammlung abhalten will, kann sie die Offiziersmesse benutzen. Aber ich werde unter keinen Umständen anwesend sein. Wir verlangen ja nicht, dass Sie ein Gelübde ablegen. Obwohl sie ein wenig Enthaltsamkeit glücklicher machen würde. Kein Mann, der ab und zu einen Tropfen trinkt, ist enthaltsamer als ich. Und ich bin glücklich. Ich bin verdammt glücklich. Wenn du nur ein wenig Verständnis für Mrs. Messingale hättest. Die arme Frau hat zwei Männer durch Alkohol verloren. Sie haben sich buchstäblich selbst in ihr Grab hineingespült. Das war das kleinere Übel. Mit anderen Worten, du weigerst dich, der Versammlung beizuwohnen, Vater. Ja, ganz recht. Und ich bedauere allmählich meine Gutmütigkeit. Dann überlass uns doch wenigstens die Musikkapelle. Nein. Aber ohne Kapelle können wir keine Hymnen singen. Großartig. Dann hat die Versammlung überhaupt keinen Sinn. Richtig. Bitte, Vater. Es bedeutet zu viel für uns. Mrs. Messingale reist ab. Wir werden sie vielleicht nie wiedersehen. Kann ich mich darauf verlassen? Ich habe noch nie mein Wort gebrochen. Ich verabschiede mich nach der Versammlung. Na schön. Vielleicht die Trompeten. Ach, danke, Vater. Du bist ein Engel. Und die Trommeln, ja? Nein, keine Trommeln. Auf Wiedersehen. Geh auf, du Weib und Weibchen, dem schwachen Mann die Hand. Gib sein tödlich Leben, flecht ein Rosenband der Tugend, flecht ein Rosenband. Auf das Gesicht erweichen, wenn... Was geht da drüben vor? Sie singen, Sir. Haben Sie überall Wachen aufgestellt? Wie Sie befohlen haben, Sir. Verdoppeln Sie die Wachen und überprüfen Sie die Ausgänge persönlich. Für den Fall, dass Sie wieder ausbrechen in Marschformation. Das ist nämlich Captain Slater passiert. Ja, Sir. Meine Damen, unser Feind hat zwei Köpfe. Der erste ist die Versklavung der Frauen durch die Männer. Ja! Und der zweite ist die Versklavung der Männer durch den unbarmherzigen Tyrannen Alkohol. Wollen wir gemeinsam gegen diesen Feind kämpfen? Ja! Dann müssen wir unsere Freiheit behaupten und diesen Tyrannen von... Die Indianer haben den Wunsch, dass Mrs. Messingale bei dem Tausch zugegen ist. Wozu denn? Als Symbol unseres guten Willens. Sagen Sie, Häuptling Fünf Fässer, dass ich mich freue, meine tapferen Damen wiederzusehen. Ja, Madam. Ich werde alles für den Tausch vorbereiten, Sir. Gute Nacht, Slater. Er ist für morgen früh vorgesehen. Oh,
Ich finde es einfach wundervoll. 10 Wagen. Das sind genau die 10 Wagen, die von den irischen Fuhrleuten beschlagnahmt worden sind. Jetzt brauchen Sie keinen Wagen von Mr. Fullingham zu beschlagnahmen. Ja, jetzt ist aber Schluss. Es wird morgen ein langer Tag, Cora. Sie müssen sich ausruhen. Ich bringe Sie zu Ihrem Zelt. Oh. Oh, ich finde mich schon allein zurecht. Ja, wirklich? Ach, Thaddäus, Sie sind schrecklich nett und großzügig und so tapfer. Ich bewundere Sie. Gute Nacht, Thaddäus. Wohl auf, wir ziehen nach Denver, kein Wein gibt's unter mir. Wohl auf, wir ziehen nach Denver, kein Wein gibt's unter mir. Wir retten jetzt noch eine Seele. Halleluja. Frank! Frank! Es ist alles fertig. Was? Frank, hör mir jetzt mal gut zu. Es ist wichtig. Wirklich, Frank. Hey, Frank. Du bist ja besoffen. Jetzt hörst du mir mal zu. Wenn du mit deinem ganzen Wagentreck von hier wegkämst, wenn du über den Fluss rüberkämst, wenn dir kein Mensch folgen könnte, keine Indianer, keine Weiber, keine Soldaten, würdest du dann losziehen, Frank? Wie denn? Also, pass auf. Du musst die 10 Wagen für den Tausch einfach abschreiben, Frank. Na, und dann machen wir Folgendes. Wir nehmen alle übrigen Wagen und fahren mitten durch die Treibsandsäule. Halt! Kein Mensch wird uns sehen können. Halt! Und dann überqueren wir den Fluss Halt's und dann Maul. Fahren wir... Halt's Maul, verdammt noch mal. Kein Mensch kann durch die Treibsandsümpfe fahren. Er sind wir ein... Es gibt einen Weg, Frank. Frank! Ich hab ihn vor 5 Jahren gefunden. Eine Bande von skalphungrigen Indianern hat mich damals direkt in die Sümpfe gejagt. Ich habe genau gewusst, dass die mich in der Nacht erwischen würden. Die kannten die Gegend nämlich. Da habe ich meinem Billy einfach die Zügel locker gelassen und er ist losgelaufen und nicht einmal daneben getreten. Und genauso war es auch heute Nacht. Indianer, Sir, Sie haben die Frauen erwischt! Das hat mir noch gefehlt. Vorwärts! Es ist viel Mühe darauf verwendet worden, den chronologischen Ablauf des Geschehens festzuhalten. Aber man konnte die Stellungen nur ungefähr bestimmen. Ja, ja, man sieht den Sand vor lauter Körnern nicht. Als sich die Schlacht ihrem Höhepunkt näherte, befand sich der Wagenzug vermutlich hier. Die beiden Abteilungen der 1. Kavalleriepatrouille hier und hier. Die 2. Kavalleriepatrouille hier. Und die Damen? Die Gruppe der Damen vermutlich hier. Ah, vielen Dank. Die Bürgerwehr der Stadt Denver ungefähr hier. Die Indianer hier. Hier und... Ja, oh, Filet, pass auf! Hier. Es ist nicht bekannt, wo sich die streikenden Iren befanden. Wahrscheinlich im Irenhaus. Au. Nach unserer Kenntnis waren dies die festen Stellungen in dem Gefecht, das als Schlacht bei den Whiskybergen in die Geschichte eingegangen ist. Aber sie war natürlich nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu der nachfolgenden Katastrophe im Treibsand. Na, die sind aber vergnügungssüchtig. Es ist ein Wunder. Was haben Sie gesagt, Sir? Es ist ein Wunder erster Ordnung, dass so viele Kugeln so viele Menschen verfehlt haben. Auf einem so kleinen Gebiet, in einem so knappen Zeitraum. Haben wir überhaupt keine Verluste? Keine gemeldet, Sir. Was sollen wir jetzt Ihrer Meinung nach machen, Sir? Unsere Pflicht liegt klar auf der Hand. Als erstes müssen wir den Frieden herstellen. Stimmen Sie mir zu, Buell? Selbstverständlich, Sir. Es sind 3 wichtige Punkte bei den Friedensverhandlungen zu beachten. Keine Verbrüderung und keine Auslieferung von Waffen. Ja, Sir. Und, der dritte Punkt, Sir? Der dritte Punkt? Ah, der ist nicht wichtig. Wichtig ist vor allem, dass wir eine Konferenz abhalten. Es gibt keinen Frieden ohne Konferenz. Jul? Sir,
Benachrichtigen Sie alle beteiligten Parteien, dass wir in einer Stunde hier eine Konferenz abhalten. Ja, Sir. Und außerdem steht in meinem Vertrag, ich habe den Vertrag bei mir, dass ich meine Ladung abzuliefern habe. Und ich werde sie abliefern, ob Tod oder Teufel dazwischen kommen. Und Sie haben als erstes dafür zu sorgen, dass diese verdammten Kerle da verschwinden. Mr. Warren. Ich bin Steuer. Morgen früh wird die ganze... nach Denver aufbrechen. Sie erhalten Ihre Befehle von Sergeant Buell. Die Aufbruchszeit betreffend, Bestimmung der Marschroute, Lager aufschlagen und so weiter. Jede Entscheidung, die getroffen wird, treffe ich persönlich. Sergeant? Die Konferenz ist beendet. Denn die Indianer da oben? Das weiß ich nicht, Sir. Seit wann folgen Sie uns? Ich hatte bereits die Absicht, Ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken, Sir. Sie folgen uns schon den ganzen Tag, Sir. Soll ich ein paar Leute nehmen und Sie verjagen, Sir? Sie wissen doch, dass die Indianerkämpfe vorbei sind. Die Sioux stehen unter dem Schutz der Regierung. Welchen Eindruck würde denn das in Washington machen? Sie haben vollkommen recht, Sir. Holen Sie den Dolmetscher. Er soll feststellen, warum Sie noch hier sind. Ja, Sir. Und Buell. Sir? Wir wollen heute zeitig kampieren. Besondere Maßnahmen, Sir. Stellen Sie doppelte Wachen aus. Ja, Sir. Carter, Sir, überprüfen Sie die übrigen Wachen und suchen Sie Sergeant Buell. Ja, Sir. Was soll denn das? Eine Empfehlung von Mrs. Messinget, Sir. Sie hat noch eine zweite Wanne, Sir. Und sie findet, dass der Colonel dreckig aussieht, Sir. Und ziemlich verschwitzt und verschmiert, Sir. Und sie dachte, Sir, es wäre vielleicht... Ja, Sir. Sir? Ja? Aber sie war natürlich nur eine Kleinigkeit im Vergleich zu der nachfolgenden Katastrophe im Treibsand. Na, die sind aber vergnügungssüchtig. Es ist ein Wunder. Was haben Sie gesagt, Sir? Es ist ein Wunder erster Ordnung, dass so viele Kugeln so viele Menschen verfehlt haben. Auf einem so kleinen Gebiet, in einem so knappen Zeitraum. Haben wir überhaupt keine Verluste? Keine gemeldet, Sir. Was sollen wir jetzt Ihrer Meinung nach machen, Sir? Unsere Pflicht liegt klar auf der Hand. Als erstes müssen wir den Frieden herstellen. Stimmen Sie mir zu, Buell? Selbstverständlich, Sir. Es sind drei wichtige Punkte bei den Friedensverhandlungen zu beachten. Keine Verbrüderung und keine Auslieferung von Waffen. Ja, Sir. Und der dritte Punkt, Sir? Der dritte Punkt? Ah, der ist nicht wichtig. Wichtig ist vor allem, dass wir eine Konferenz abhalten. Es gibt keinen Frieden ohne Konferenz. Jul? Sir.
Benachrichtigen Sie alle beteiligten Parteien, dass wir in einer Stunde hier eine Konferenz abhalten. Ja, Sir. Und außerdem steht in meinem Vertrag, ich habe den Vertrag bei mir, dass ich meine Ladung abzuliefern habe. Und ich werde sie abliefern, ob Tod oder Teufel dazwischen kommen. Und Sie haben als erstes dafür zu sorgen, dass diese verdammten Kerle da verschwinden. Mr. Warren. Ich bin Steuerzahler, Sir, und ein guter Republikaner. Das bedeutet, dass ich das Recht auf eine Eskorte habe. Und ich werde diese Eskorte bekommen, sonst gibt es einen Höllenkrach zwischen mir und Washington. Mr. Wallingham. Was? Ich verbitte mir diesen Ton in Gegenwart von Damen. Wieso? Oh. Hier. Wir verstehen jetzt, in welcher Lage Sie sind. Die nächste Partei, die wir hören werden, ist, wer sind Sie? Mein Name ist Clayton Howell, Sir, Kommandeur der Bürgerwehr von Denver. Und was wollen Sie? Ich möchte den Colonel davon in Kenntnis setzen, dass viele unserer Leute Mitglieder im Verband der Gastwirte von Denver sind. Wir möchten diese Frachter in Empfang nehmen und gut nach Hause bringen, Sir. Die Winterabende in Denver sind lang und einsam, Sir. Da muss man sich einen kleinen Trost verschaffen. Anfang des nächsten Monats geht die Sonne bei uns schon um 5.33 Uhr unter. Und erst nach 11¼ dunklen Stunden geht's wieder auf. Schon gut, schon gut. Wir wollen die Sonne aus dem Spiel lassen. Ja. Was machen Sie denn hier, Orakel? Ja, Sir, ich bin der Pfadfinder der Bürgerwehr. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese kostbare Ladung und geistige Getränke in kleinen Mengen zu sich genommen. Ein beschränkter Alkoholgenuss ist nicht zu verurteilen bei seelischen Anspannungen. Ihre ganze Karriere ist ruiniert. Naja, ich bekomme vermutlich einen Rüffel. Ein Rüffel? Man wird sie ans Kreuz schlagen. Die Presse, die Öffentlichkeit, das Kriegsministerium. Horace Greeley. Oh. Wenn ich damit das Leben so vieler guter amerikanischer Frauen retten kann, dann will ich meine Karriere gerne opfern. Und was bedeutet sie schon? Nur 19 Jahre im Frontdienst. Mit Grant bei Vicksburg. Mit Thomas bei Nashville. 17 Feldzüge gegen die Indianer von Laramie bis Fort Hall. Und in einem Jahr hätte ich $281.25 im Monat. Pension. Sergeant Buell hätte $27.50 im Monat. Jeden Monat. 19 Jahre. Und in all der Zeit habe ich nicht einmal, nicht ein einziges Mal einen Menschen getroffen wie... Wie mich? Naja, ich werde eben aus der Armee austreten. Was bleibt mir übrig? Aber Sie haben doch wenigstens noch Ihren geliebten Westen. Ich hasse den Westen. Das auch noch. Staub, Wind und Indianer. Meine Dickköpfigkeit, meine Dummheit, meine Selbstsucht. Na schon gut, Cora, Mrs. Messingale. Wenn ich nur auf Sie gehört hätte. Nur einmal. Langsam, Mrs. Messingale, Cora. Glauben Sie, dass Sie mir jemals verzeihen können, Thaddeus? Wissen Sie, ich... Ich könnte es versuchen. Vergessen. Ich meine, könnten wir nicht die ganze Geschichte vergessen? Cora. Cora, ich... Augenblick, Slater. Kommen Sie rein, Slater. Ich habe eine Meldung zu machen, Sir. Wir ziehen nach Denver. Hey, Frank, halt mal einen Augenblick an. Frank, wenn die Sonne untergeht, dann fährst du die Wagen in Richtung Treibsandsümpfe. Warum denn? Da kampieren wir heute Nacht. Nein, der Wagenzug kampiert woanders. Wie du willst. Du musst ja wissen, was du tust. Der Weg dahin wäre doch Zeitverschwendung. Na schön, dann reite ich eben allein nach Denver.
Moment mal, Orakel, hast du irgendwas gesehen? Ich weiß es noch nicht genau, aber ich habe so das Gefühl, dass es jetzt bald wieder soweit sein wird, Frank. Was denn? Das kann ich dir noch nicht sagen. Hat das vielleicht was mit den Treibsandsümpfen zu tun? Ja. Riff! Riff! Halt auf die Treibsandsümpfe zu, da kampieren wir heute Nacht. Hä? Hey, hey! Du sollst auf die Treibsandsümpfe zuhalten, da kampieren wir heute Nacht. Hab schon verstanden. Dicht beieinander. Kommt nicht zu nah an den Sumpf ran, seid vorsichtig. Los, 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 aufschließen und beieinander bleiben. Vorsicht! Ich hab gesagt, ihr sollt aufpassen und nicht zu nah an den Sumpf ranfahren. Los, los, keine Müdigkeit, aufschließen. Frank, Frank, komm schnell nach hinten. Die Iren sind in den Streik getreten und haben 10 Wagen mitgenommen. Ach, hier, hier. Clayton, geh und rette den kostbaren Whisky. Greif mit deinen Leuten an. Bürgerwehr, in Viererreihen angetreten. Folgt mir. Jetzt ist passiert, was wir befürchtet haben. Die irischen Fuhrleute streiken und haben Wallingham 10 Wagen gestohlen, Sir. Wo ist denn Wallingham? Der hat die Bürgerwehr antreten lassen. Er will Gewalt anwenden. Deswegen habe ich ein paar Leute zwischen die Arbeiter und die Damen postiert, Sir. Die Damen? Was haben die damit zu tun? Sie befürworten den Streik, Sir. Was? Es ist möglich, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt. Komm her, du verstockter irischer Demokrat, Kapitalist, Anarchist! Meine Damen, halten Sie die Stellung! Steigt auf, immer 4 Mann auf einen Wagen. Das ist das Signal. Alle Wagen sind fertig zum Austausch, Zug A und B in Stellung, Sir. Gehen Sie runter, Buell. Schicken Sie Mrs. Messingale zum Treffpunkt. Ja, Sir. Hey. Mrs. Messingale! Oh, oh, oh. Bitte entschuldigen Sie, Mrs. Messingale. Was ist denn? Ich bin sehr in Eile, Mr. O'Flirt. Aber es geht um die 10 Wagen, Madam. Was ist denn mit den Wagen los? Nichts, Madam, aber es ist kein Whisky drin. Kein Whisky drin? Nein, Madam, in den Wagen ist französischer Champagner. In allen. Kennen Sie französischen Champagner, Madam? Natürlich. Ich habe auf meiner zweiten Hochzeitsreise in Paris ein Glas getrunken. Der ist aber wahrscheinlich kalt gewesen, Madam. Die Flaschen da drin sind warm. Und wenn man eine Flasche Champagner aufmacht, die warm ist und die beim Fahren auch noch durchgeschüttelt worden ist, dann geht's... Sie meinen, die explodiert? Ja, die explodiert wie eine Kanone, Kaliber 58. Wir müssen mit den Champagnerflaschen umgehen, wie mit Dynamit. Dafür sind wir irischen Fuhrleute angeheuert worden. Das ist unsere Spezialität. Was glauben Sie, was passiert, wenn die Wilden mit den Wagen drauf losfahren? Was wird dann der Champagner machen, hä? Er explodiert. Richtig. Ich wollte nur, dass das jemand weiß. Haben Sie Colonel Gerhardt etwas davon gesagt? Nein, Madam, vor dem habe ich Manschetten. Wo bleiben Sie denn, Mrs. Messingale? Alles wartet auf Sie. Oh, das tut mir leid, Sergeant. Entschuldigen Sie mich. Mrs. Messingale, wir haben ein kleines Problem. Häuptling Fünffässer möchte den ersten Wagen fahren. Sein Schwager soll den zweiten Wagen fahren und sein zweiter Schwager den dritten Wagen und Elchläufer den vierten Wagen. Dadurch ist bei den Indianern kein Verantwortlicher mehr da, der... Ich bin da. Was denn, du? Du sprichst unsere Zunge? Komm mal, Rücken gerade, Zunge. Ich Verantwortung. Ich trinke später. Also schön, wir sind damit einverstanden. Aber nur unter der Bedingung, dass ich die ganze Zeit am Austauschplatz bleiben darf. Ich bleibe hier die ganze Zeit über. Gut. Ein Augenblick bitte, Captain. Tja. Mrs. Messingale, ich werde mir nie verzeihen, dass ich versagt habe. 10 Wagenladungen Whisky für die Indianer.
damit ist der Kreuzzug misslungen. Nein, nicht ganz. Was? Geben Sie mir bitte eine Hutnadel. Eine Hutnadel? Wozu? Wir werden unser Ziel noch erreichen, Louise. Mut, meine Damen! Die ersten drei Damen bitte vortreten. Und außerdem steht in meinem Vertrag, ich habe den Vertrag bei mir, dass ich meine Ladung abzuliefern habe. Und ich werde sie abliefern, ob Tod oder Teufel dazwischen kommen. Und Sie haben als erstes dafür zu sorgen, dass diese verdammten Kerle da verschwinden. Mr. Warren. Ich bin Steuerzahler, Sir, und ein guter Republikaner. Das bedeutet, dass ich das Recht auf eine Eskorte habe. Und ich werde diese Eskorte bekommen, sonst gibt es einen Höllenkrach zwischen mir und Washington. Mr. Wallingham. Was? Ich verbitte mir diesen Ton in Gegenwart von Damen. Wieso? Oh. Hier. Wir verstehen jetzt, in welcher Lage Sie sind. Die nächste Partei, die wir hören werden, ist, wer sind Sie? Mein Name ist Clayton Howell, Sir, Kommandeur der Bürgerwehr von Denver. Und was wollen Sie? Ich möchte den Colonel davon in Kenntnis setzen, dass viele unserer Leute Mitglieder im Verband der Gastwirte von Denver sind. Wir möchten diese Frachter in Empfang nehmen und gut nach Hause bringen, Sir. Die Winterabende in Denver sind lang und einsam, Sir. Da muss man sich einen kleinen Trost verschaffen. Anfang des nächsten Monats geht die Sonne bei uns schon um 5.33 Uhr und halb unter. Und erst nach 11 ein Viertel dunklen Stunden geht sie wieder auf. Schon gut, wir wollen die Sonne aus dem Spiel lassen. Ja. Was machen Sie denn hier, Orakel? Ja, Sir, ich bin der Pfadfinder der Bürgerwehr. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese kostbare Ladung und diese Leute wohlbehalten werden. Ich kenne die Pflicht eines Pfadfinders genau. Sie sind der Nächste. Devon O'Flaherty, zu Ihren Diensten, Sir. Ich bin Präsident der irischen Fuhrleute. Mit eurer Lordschaft Erlaubnis, ich habe hier eine Resolution von 14 Punkten aufgesetzt, die ich als Einleitung zu dieser Arbeitsverhandlung vorlesen möchte. Arbeitsverhandlung? Wenn unsere Forderungen nicht bewilligt werden, eurer Lordschaft, dann treten wir in Streik. Das Recht dazu haben wir nämlich. Verdammt noch mal, wenn ihr das... Oh, schade. Ich habe keine Lust, 10 von meinen Wagen den Indianern auszuliefern. Wer sagt, dass Sie das müssen? Sie haben die ganze Bürgerwehr von Denver zur Verfügung. Wieso? Verzeihen, Sir. Diese Männer können die Wagen nur fahren, Sir, wenn wir jeden von ihnen von einem Soldaten bewachen lassen. Das sind die schlimmsten Säufer von Denver. Und wer wird bei einem Whisky-Transport die Soldaten bewachen? Ich verstehe, was Sie meinen. Unser Vorrat an Abstinenzland ist ziemlich begrenzt. Ja, Sir, das kann man wohl sagen. Also, da Sie nichts weiter vorzubringen haben, Mr. O'Flaherty, setzen Sie sich. Ich erteile das Wort Mrs. Messingale. Vielen Dank, Colonel. Die Abstinenzlerbewegung hat sich jetzt überall in unserem Land durchgesetzt. Unsere wundervolle Bewegung wurde... Mrs. Messingale, wir sind nicht hier, um über die Bewegung zu sprechen. Haben Sie sonst noch etwas zu sagen? Und ob. Kippen Sie das Zeug aus. Kippen Sie diese ganze widerliche Ladung sofort in den Fluss. Das ist die einzige Lösung. Wenn Sie sich an meinen Fässern vergreifen. Was? Ja, komm. Haben Sie das verstanden? Nicht ein Wort. Aber ich habe einen Dolmetscher mitgebracht. Sims! Ja, Sir. Der Dienst ist kein Bärenfell. Es stimmt. Ja, Sir. Danke. Gute Nacht. Colonel Gerhardt? Colonel? Colonel? Ich möchte Sie nicht in Ihrem Privatleben stören, Colonel, aber es handelt sich um etwas sehr Wichtiges. Ich nehme gerade ein Bad. Na und? Eine Frau, die zweimal verwitwet ist, hat sich an den Anblick eines Mannes in der Badewanne gewöhnt. Wahrscheinlich. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Was ich zu sagen habe, lässt sich am besten im Stehen sagen. Sie erlauben, dass ich sitzen bleibe? Ausnahmsweise, Colonel. Mrs. Messingale, ich habe Captain Slater bereits gesagt, dass ich ihn nicht verantwortlich mache, weil er noch so unerfahren ist. Und was Sie betrifft, so habe ich den Vorfall schon zu den Akten gelegt. Sie können also ohne... Deswegen bin ich nicht hier, Colonel. Ich habe gerade ein Telegramm aus Julesburg bekommen, das mich zutiefst bekümmert. Ein großer Treck von 40 Wagen befindet sich auf dem Weg von Julesburg nach Denver und Sie sollen eine Eskorte stellen, die diesen Treck begleitet. Stimmt diese Information? Ja, ich habe eine entsprechende Anforderung erhalten.
Wissen Sie zufällig, Colonel, dass die Ladung dieser 40 Wagen aus Alkohol besteht? Nein, Madam. Jetzt wissen Sie es. Mhm. Und jetzt sagen Sie mir, werden Sie diesen Treck eskortieren? Ja, Madam. Oh, ich bitte Sie von Herzen, noch einmal darüber nachzudenken, Colonel. Im Namen der leidenden Menschheit beschwöre ich Sie, diesen Wagenzug anzuhalten und dieses furchtbare Gift zu vernichten. Was Sie verlangen, ist unmöglich. Die Ladung ist legal. Ich habe keinen Grund und auch nicht den Wunsch, Privateigentum zu vernichten. Gute Nacht, Madam. Überlassen Sie mich meinem Bart. Ist es legal, den Indianern Whisky zu verkaufen? Wer hat was von Indianern gesagt? Die Ladung geht nach Denver. Sie ist von dort aus bestellt worden. Von wem haben Sie das gehört? Von dem Eigentümer der Fracht. Von Mr. Frank Wallingham, der zufällig ein Bekannter von mir ist. Ein guter Steuerzahler und ein guter Republikaner. Bitte, Sie wollen nicht nachgeben. Dann muss ich eben die Sache in die Hand nehmen. Unsere Bewegung hat viele Freunde in einflussreichen Stellungen. Freunde wie Horace Greeley. Ist das eine Drohung? Sie können es so ansehen, wenn Sie wollen. Mein Gewissen zwingt mich dazu. Und mein Gewissen zwingt mich, meine Pflicht zu tun. So mag es. Wofür halten Sie das, Sergeant? Ich sag's nicht gern, Colonel, aber es kommt mir vor wie der Kriegsruf der Sioux oder der Cheyenne. Ein Überfall auf das Fort? Lächerlich. Ja, Sir. Das sind Hornsignale, Sir. Kanonenschüsse, Sir. Abteilung nach links ausschwärmen! Abteilung nach links ausschwärmen! Abend, Colonel. Musikmeister, treten Sie vor. Sie stehen unter Arrest. Die ganze Kapelle steht unter Arrest. Sie bleibt bis auf Weiteres in ihrem Quartier. Wegtreten. Wer sind die Idioten, die Kanonen abgefeuert haben? Sergeant Perkins. Kanonier McIntosh. Kanonier Johnson. Kanonier Williams. Sie melden sich morgen früh um 9 Uhr bei mir, Sergeant. Ja, Sir. Ready. Gewehre sichern! Fertig machen zum Absetzen! Sitz ab! Madam, Artikel 12, Paragraph 7, Abschnitt 2 der Armeevorschrift bestimmt ausdrücklich... Sergeant, ich...
haben ein moralisches Problem, Sir. Dann lösen Sie es, Buell. Es ist vielleicht besser, wenn sich der Colonel selber darum kümmert und mit ganzer Strenge vorgeht. Die Damen baden, Sir. Ganz nackt. Mrs. Messingale, ich habe mit Ihnen zu sprechen. Würden Sie bitte eine Stunde später vorbeikommen, Colonel? Ich nehme gerade ein Bad. Das habe ich gemerkt, dass Sie ein Bad nehmen. Sie können von mir aus 100 Bäder nehmen, aber ich gestatte nicht, dass Sie und Ihre Damen nackt baden. Ich wüsste nicht, wie wir sonst baden sollten. Die Möglichkeit war gerade da und wer weiß, was uns morgen bevorstehen wird. Wir haben nämlich unsere Pläne etwas geändert. Sie haben Ihre Pläne geändert? Ja, Colonel. Oh. Sie wollen also nach Cheyenne zurückkehren? Kommt überhaupt nicht in Frage, ganz im Gegenteil. Wir wollen den Wagenzug treffen, wie verabredet. Das hatten Sie doch von Anfang an vor. Deswegen reiten wir ja nach Denver. Wir wollen ihn abfangen, schon bevor der Zug nach Denver kommt. Aber das ist doch unmöglich. Wieso denn, Colonel? Wir haben die Absicht, dem Wollingham-Track den Weg abzuschneiden, und zwar am River Platte. Was wollen Sie? Wie heißt es doch im Volksmund so knapp und so richtig, wer schreit, hat Unrecht. Madame, wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie die Absicht, Ihre Damen durch unbesiedeltes Prärieland zu führen, am South Platte River entlang, stimmt das? Genau, Colonel. Und nachdem Sie auf den Wagenzug gestoßen sind, wollen Sie vermutlich eine Art Demonstration veranstalten, um Mr. Wollingham zur Umkehr zu zwingen. Sie haben es erraten. Schon möglich. Aber wenn Sie glauben, dass Soldaten unserer Armee dazu da sind, einen Haufen verrückter Frauen durch die offene Prärie zu führen, Frauen, die die Absicht haben, sich unter Pferdehufe zu werfen, dann haben Sie sich geirrt. Wie Sie wünschen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeiten, die Sie uns erwiesen haben. Aber wenn Sie uns zwingen, ohne Eskorte weiterzuziehen und uns irgendetwas zustößt, dann werden über 4 Millionen rasender Frauen das Krieg... Clayton, geh und rette den kostbaren Whisky! Greif mit deinen Leuten an! Bürgerwehr, in 4 Reihen angetreten, folgt mir! Jetzt ist passiert, was wir befürchtet haben. Die irischen Fuhrleute streiken und haben Wollingham 10 Wagen gestohlen, Sir. Wo ist denn Wollingham? Der hat die Bürgerwehr antreten lassen. Er will Gewalt anwenden. Deswegen habe ich ein paar Leute zwischen die Arbeiter und die Damen postiert, Sir. Die Damen? Was haben die damit zu tun? Sie befürworten den Streik, Sir. Was? Es ist möglich, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt. Du verstockter irischer Demokrat, Kapitalist, Anarchist! Meine Damen, halten Sie die Stellung! Ach, da sind Sie ja endlich, Colonel. Also gut, bringen Sie jetzt diese verfluchte Sauerei in Ordnung. Also. Was haben Sie und Ihre Damen diesmal vor? Wir beanspruchen nur unser Recht auf eine friedliche Versammlung, das uns die Verfassung der Staaten garantiert. Eine Verfassung, auf die Sie als Offizier einen Eid abgelegt haben, Colonel. O'Flaherty. Wir sind anständige Fuhrleute, Euer Lordschaft, und verlangen nur das demokratische Recht, die Arbeit zu verweigern. Ihr seid eine Bande von Faulenzern, weiter nichts. Ihr wollt auf meine Kosten abkochen. Und das nennt ihr Demokratie. Ihr seid ein Haufen irischer Diebe. Ihr habt meine Waren gestohlen und ich verlange, dass der Colonel was dagegen unternimmt. Nur keine Aufregung, Mr. Wollingham. Ich sehe doch Ihre Waren. Also sind sie nicht gestohlen. Aber so gut wie zum Teil nochmal. Ich muss Sie wieder daran erinnern, dass Damen anwesend sind. Das weiß ich. Ich bin ja nicht blind. Ich verlange aber, dass sie verschwinden. Tut mir leid, Mr. Wollingham. Offensichtlich geht es hier um eine Rechtsfrage. Und so schwer es mir fällt, ich muss zugeben, dass Mrs. Messingale und Mr. O'Flaherty das Recht auf ihrer Seite haben. Habe ich keine Rechte als Steuerzahler und guter Republikaner? Wir beschützen Ihre Wagen und Ihre Ladung. Aber nach der Armeevorschrift kann ich nicht... Ich habe jetzt genug von diesem Zinnsoldaten und seinem dummen Geschwätz. Los, haut diese verdammten Iren zusammen! Haut sie zusammen und schafft die Weiber weg! Lassen Sie in Stellung gehen, Slater. Gewalt wird mit Gewalt beantwortet, wenn es nötig sein sollte. Gruppe A und B, zusammenschließen. Marsch!
Gewehr! Zieht! Na los, Leute, haut zu, worauf achtet ihr noch? Ach, sei jetzt vernünftig, Frank. Wir können doch nicht gegen unsere eigene Armee kämpfen. Das macht keinen guten Eindruck. Na, einen kleinen Trost verschaffen. Anfang des nächsten Monats geht die Sonne bei uns schon um 5.33 Uhr unter. Und erst nach 11¼ dunklen Stunden geht's wieder auf. Schon gut, schon gut. Wir wollen die Sonne aus dem Spiel lassen. Ja. Was machen Sie denn hier, Orakel? Ja, Sir, ich bin der Pfadfinder der Bürgerwehr. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese kostbare Ladung und diese danke, Leute danke, wohlbehalten... Danke, ich kenne die Pflicht eines Pfadfinders genau. Sie sind der Nächste. Devon O'Flaherty, zu Ihren Diensten, Sir. Ich bin Präsident der irischen Fuhrleute. Mit eurer Lordschaft Erlaubnis, ich habe hier eine Resolution von 14 Punkten aufgesetzt, die ich als Einleitung zu dieser Arbeitsverhandlung vorlesen möchte. Arbeitsverhandlung? Wenn unsere Forderungen nicht bewilligt werden, eurer Lordschaft, dann treten wir in Streik. Das Recht dazu haben wir nämlich. Verdammt nochmal, wenn ihr das... Schade. Ich habe keine Lust, 10 von meinen Wagen den Indianern auszuliefern. Wer sagt, dass Sie das müssen? Sie haben die ganze Bürgerwehr von Denver zur Verfügung. Wieso? Verzeihung, Sir. Diese Männer können die Wagen nur fahren, Sir, wenn wir jeden von ihnen von einem Soldaten bewachen lassen. Das sind die schlimmsten Säufer von Denver. Und wer wird bei einem Whisky-Transport die Soldaten bewachen? Ich verstehe, was Sie meinen. Unser Vorrat an Abstinenzland ist ziemlich begrenzt. Ja, Sir, das kann man wohl sagen. Also, da Sie nichts weiter vorzubringen haben, Mr. O'Flaherty, setzen Sie sich. Ich erteile das Wort Mrs. Messingale. Vielen Dank, Colonel. Die Abstinenzlerbewegung hat sich jetzt überall in unserem Land durchgesetzt. Unsere wundervolle Bewegung wurde... Mrs. Messingale, wir sind nicht hier, um über die Bewegung zu sprechen. Haben Sie sonst noch etwas zu sagen? Und ob. Kippen Sie das Zeug aus. Kippen Sie diese ganze widerliche Ladung sofort in den Fluss. Das ist die einzige Lösung. Wenn Sie sich an meinen Fässern vergreifen. Was? Ja, komm. Haben Sie das verstanden? Nicht ein Wort. Aber ich habe einen Dolmetscher mitgebracht. Sims! Ja, Sir? Stellen Sie fest, warum Sie die Reservation verlassen haben und was Sie hier wollen. Ja, Sir. Wir haben Büffel gejagt, haben nichts Böses im Sinn. Dann sind Bleichgesichter gekommen und haben uns angegriffen. Wir friedliche Indianer. Das Papier sagt, dass wir friedliche Indianer sind. Wir reiten jetzt in Wigwam. Aber vorher gebt uns Geschenke. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sie hätten Büffel gejagt, ganz friedlich und nichts Böses im Sinn gehabt, aber die Bleichgesichter hätten sie angegriffen. Was? Ja, Sir. Barty, streiken Sie. Und wer, wenn ich höflich fragen darf, wird dann Ihre alten, verrotteten, verfaulten, dreckigen Wagen fahren, hä? Hier haben Sie Ihre Beschwerde. Wir haben 12 Abschriften davon gemacht, Sie Ausbeuter. Wo? Hey! Leute, Schilder! Profitmacher! Mr. Wallingham, nehme ich an. Ganz recht. Guten Tag, ich bin Captain Slater. Colonel Gerhardt lässt sich empfehlen und Ihnen sagen, dass es Ihnen außerordentlich freut, Ihrer Bitte um eine Eskorte nach Denver entsprechen zu können. Danke, das ist nett von Colonel Gerhardt. Sagen Sie mal, sind hier Indianer in der Nähe? Ich habe nämlich sowas gehört. Vollkommen ausgeschlossen. Hier gibt es weit und breit keine Indianer. Haben Sie nichts von der Friedenskommission gehört? Ja, wenn man so eine Ladung hat, muss man vorsichtig sein. Verdammt vorsichtig. Indianer, Steuerschnüffler, abstinente Weiber. Ach, Sie wissen es schon. Was soll ich wissen? Dass Cora Messingale unterwegs ist. Was? Wo ist sie? Keine Aufregung, Sir. Sie ist nicht hier. Sie ist in Fort Russell und gibt Unterricht in Enthaltsamkeit. Wissen Sie bestimmt, dass sie in Fort Russell ist? Darauf können Sie Gift nehmen. Ich weiß, dass sie ihrer Ladung nicht näher ist, als es die Indianer sind. Hoffentlich ist das Wasser warm. Das wirst du merken, wenn du drin bist. Gib mir doch mal die Seife, bitte. Danke. Hm.
Jetzt ist es warm genug. Sergeant, ich... Wir haben ein moralisches Problem, Sir. Dann lösen Sie es, Buell. Es ist vielleicht besser, wenn sich der Colonel selber darum kümmert und mit ganzer Strenge vorgeht. Die Damen baden, Sir. Ganz nackt. Kann ja heiter werden. Jetzt habe ich auch schon was im Mund bekommen. $25 im Monat. Pension? Sergeant Buell hätte $27.50 im Monat. Jeden Monat. 19 Jahre. Und in all der Zeit habe ich nicht einmal, nicht ein einziges Mal einen Menschen getroffen wie... Wie mich? Naja, ich werde eben aus der Armee austreten. Was bleibt mir übrig? Aber Sie haben doch wenigstens noch Ihren geliebten Westen. Ich hasse den Westen. Das auch noch? Staub, Wind und Indianer. Meine Dickköpfigkeit, meine Dummheit,
meine Selbstsucht. Na schon gut, Cora, Mrs. Messingale. Wenn ich nur auf Sie gehört hätte, nur einmal. Langsam, Mrs. Messingale, Cora. Glauben Sie, dass Sie mir jemals verzeihen können, Thaddeus? Wissen Sie, ich... Ich könnte es versuchen. Cora, könnten wir nicht alles vergessen? Ich meine, könnten wir nicht die ganze Geschichte vergessen? Cora. Cora, ich... Augenblick, Slater. Kommen Sie rein, Slater. Ich habe eine Meldung zu machen, Sir. Lauf, wir ziehen nach Denver. Kein Wein gibt's und... Irgendjemand singt. Reden Sie. Der Häuptling hat gesagt, er verlangt 15 Wagen. Ich habe ihm 8 geboten und er sagte 13. Ich glaube, so viel waren es. Die Verständigung ist sehr schwierig, Sir. Haben Sie sich mit ihm geeinigt? Ja, Sir. Auf 10 Wagen mit Whisky. 10 Wagen? Für alle Frauen. Das haben Sie gut gemacht. Vielen Dank, Sir. Weswegen ist er wieder hier? Aus dem gleichen Grund wie vorhin, als Symbol Ihres guten Willens. Sind Sie sicher, dass er nichts verstehen kann? Kein Wort, Sir. In Ordnung, Slater. Ja, Sir. Die Indianer haben den Wunsch, dass Mrs. Messingale bei dem Tausch zugegen ist. Wozu denn? Als Symbol unseres guten Willens. Sagen Sie, Häuptling Fünffässer, dass ich mich freue, meine tapferen Damen wiederzusehen. Ja, Madame. Ich werde alles für den Tausch vorbereiten, Sir.